Die schwarze Reiler führte die Königin und deren Gefolge über steile Wege nach Mahakam, der Heimat der Zwerge. Dort warteten jedoch nicht nur schneebedeckte Gipfel auf sie. Reiler, du bringst Fremde! Gabor, darf ich vorstellen? Meve, Königin Lyriens und Riviens. Ah, eine Königin! Alle Wetter! Tja, also... Ein großer Schatten strich über den Himmel. Der Zwerg sparte sich den Rest der Begrüßung und alle blickten hinauf zu dem Drachen, der zügig auf den Karbonberg zuhielt. Keltulis, keine Bange. Er stellt keine Bedrohung für uns dar. Der Zwerg hatte die Stille sanft durchbrochen. Ihm war der ungewöhnliche Anblick vertraut. Und nun, nehmt Platz, bevor der Eintopf kalt wird. Ich? Aber wieso? Drache? Verdammtes Wunder, nicht wahr? Man bedauert fast, dass die Echsen aussterben. Solltest du nicht um deinesgleichen besorgt sein? Die Kreatur setzt doch ganz Mahakam in Flammen. Keltulis hat doch seit Jahrhunderten keiner Zwergenseele was getan. Majestät, wollt ihr kosten? Nein, danke. Ich weiß das natürlich zu schätzen, guter Zwerg. Ach, nennt mich einfach Gabor, bitte. Bin entzückt, euch kennenzulernen. Gabor hier gehört zu Mahakams Honoration. Er stammt aus einem der führenden Clans, den Zigrins. Sonst wäre er auch nicht der Fremdenführer für wichtige Gäste wie uns. Ein Vergnügen. Wie gesagt, danke für die Gastfreundschaft, aber ich habe keine Zeit zu schmausen. Ich muss mit eurem Herrscher reden. Sofort. Nichts für ungut, aber unser ältester Bruder Hook ist nicht sehr gesellig. Vor allem nicht bei Menschen. Nicht mal bei denen mit Krone. Aber vielleicht könnte ich, falls ihr einen Brief schreiben würdet... Ihre Majestät führt Demavents Siegel. Offiziell. Ah, na, das ist was anderes. Wir lassen nicht viele Menschen nach Mahakam. Aus gutem Grund. Wer durch das zweite Tor darf, muss eine Augenbinde tragen. Nachdem er seine Waffen beim ersten Tor abgegeben hat. Aber ihr habt den Bleiring, den euresgleichen als Beweis der Freundschaft trägt. So ist klar, dass wir euch als eine von uns behandeln können. Der Älteste sieht gerade bei seinen Schäfchen nach dem Rechten. Kommt, am besten sprecht ihr sofort mit ihm. Der Zwerg war zwar deutlich kleiner als die lyrischen Infanteristen, bewegte sich aber mit Leichtigkeit durch den Schnee, der ihm bis zur Hüfte reichte. Die anderen rutschten und stolperten hinter ihm her. Meve und Reila blieben zurück, um ein privates Wort zu wechseln. Ich dachte, du wärst ganz und gar gegen Anderlinge. Sie sind mir egal. Solange sie bleiben, wo sie hingehören und sich nicht zu uns wagen. Ich verabscheue nur die, die unsere Städte heimsuchen und zu unseren Gilden, Institutionen und Armeen gehören wollen. Aber manche passen doch wunderbar hinein. Aber nie lange. Sie sind anders, seltsam. Es kommt immer zu Spannungen. Und dann ermorden sie uns hinterrücks. Dieser Ring. Wo hatte Demavent ihn her? Vom Ältesten selbst. Es ist Jahre her, mindestens 10, vielleicht mehr. Warum? Oh, ihr müsst die Geschichte doch kennen, Majestät. Der Form nach ist Foltest von Temerien Herr von Mahakam. Er hielt es für sein Recht, hier Steuern zu nehmen und schickte seine Eintreiber. Die Zwerge fühlten sich ihres letzten Hemds beraubt. Also zogen sie ihrerseits die Eintreiber nackt aus, steckten sie in Bierfässer und rollten sie den Berg hinunter. Meine Güte! Foltest war gewiss sehr zornig. Und wie? Er stellte sofort eine Strafexpedition zusammen. Als sie aufbrechen sollte, gelang es Demavent, Foltest davon abzubringen. Den Ring hat er von dem Ältesten zum Dank erhalten. Ich verstehe. Demavent hat Mahakams Untergang verhindert. Majestät, Demavent hat nicht Mahakams Untergang verhindert, sondern den von Foltest und der Temeria. Mahakams Befestigungen. Nun, ihr werdet sie sehen. Kein Mensch wird sie jemals einnehmen. Woher kam denn dann die Dankbarkeit des Ältesten? Wenn die Zwerge die Temeria vernichtet hätten, wäre es zu Racheakten gegen alle Anderlinge in Temerien gekommen.
Bruva wusste das. Demavent hatte also in Wirklichkeit diese gerettet. Äußerst vorausschauend, dieser Älteste. Und gerissen wie eine Schlange. Hütet euch also vor seinem Zischen und wählt eure Worte sorgfältig. Raila, deine Hilfe war ein unerwarteter Schatz. Majestät, es ist eine Ehre, Seite an Seite mit jemandem zu kämpfen, der so mutig ist wie ihr. Das weiß ich zu schätzen. Ich sollte euch auf Befehl Demavents nach Mahakam bringen. Was danach meine Pflichten sein würden, erfuhr ich nicht. Ich werde also eurer Majestät dienen, bis eine versiegelte Schriftrolle mit neuen Befehlen eintrifft. Ich bin froh, Raila. Ich kann derzeit auf keine Hilfe verzichten. Erst recht nicht auf deine. Ich bin geehrt, Majestät. Ziehen wir weiter. Ich bin sehr neugierig auf diesen ältesten Bruva Hoke. Herrin, ich habe eine Nachricht für euch. Majestät, ich muss mit dem Quartiermeister reden. Ich krieg die Ziegenpisse nicht runter, die er ausschenkt. Nun, Renard mag es nicht, wenn die Männer zu viel trinken. Vergebt, Herrin. Renard sollte sich mal den Stock aus dem Arsch ziehen. Ich hätte einen Vorschlag. Ich könnte eine Ladung des besten Zwergenmets und Zwergenbiers beschaffen. Die Moral eurer Männer wird wunderbar sein, wenn sie sich mal die Bäuche wärmen können. Ich bin Renards Ansicht. Eine betrunkene Armee nützt mir nichts. Euer Lager, eure Regeln. Na, wenigstens habe ich meine Pfeife noch. Du gehörst zum Zigrin-Clan. Einer von euch hat Okwis den Drachen erschlagen, nicht wahr? Ja, das war Japen, ein Cousin meines Cousins. Er hat Mahakam verlassen, als ich noch klein war. Er ist ein anständiger Zwerg. Aber unsere Gesetze und Regeln haben ihm nie gefallen. Wobei wir so viele davon haben, dass sie einem wirklich zum Hals raushängen können. Sind sie denn so schlimm? Sagen wir so. Bei den Menschen ist es nicht erlaubt zu stehlen, zu morden und so weiter. Und manchmal kommt ihr damit durch. In Mahakam wird einem sogar vorgeschrieben, wie man sich den Bart zu flechten hat. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Die Zigrin sind ein angesehener Clan. Auch wenn ich manchmal zweifle. Woran zweifelst du? Ach, das ist eurer Zeit nicht würdig. Ich wollte euch nicht aufhalten. Ohnehin bespricht man derlei besser bei einem kühlen Tropfen. Ich will mehr über euren Ältesten wissen. Was kannst du mir über ihn erzählen? Er ist ein zäher Bastard, stur wie ein Esel. Das werdet ihr bald erfahren. Ansonsten ist er nicht so schlimm, wie manche sagen. Er hält seit 200 Jahren die Clans in Schach. Und das will schon was heißen. Und seitdem gibt es keine Konflikte mehr zwischen ihnen? Ihr scherzt. Sie gehen sich dauernd an die Gurgeln. Die Breckenrecks hassen die Chivais, die Dalbergs können die Hooks nicht leiden und wir hassen die neunmal verfluchten Fuchsens. Aber Bruva hält den Laden irgendwie zusammen. Ohne ihn wäre Mahakam vermutlich längst zerfallen. Warum? Vor 150 Jahren, als die Elfen noch ihren hoffnungslosen Krieg mit euren Leuten fochten, ließ der älteste Mahakam abriegeln. Anderenfalls wäre es uns wie den Elfen ergangen. So warteten wir das Schlimmste ab, bis es wieder sicher war, den Pass zu öffnen und sich rauszuwagen. Ich entsinne mich. Die Wirtschaft von Rivien hat sich davon nicht erholt. Bei allem Respekt, euer Gnaden. Eure Werkstätten taugen nichts. Es ist nicht unsere Schuld, wenn die Leute lieber Zwergenware kaufen. Marktprinzip. Danke für die Informationen, Gabor. Wir sprechen später weiter. Soll mir recht sein. Wir sehen uns, Majestät. Ispel? Verzeiht, ich war in Gedanken. Braucht ihr etwas? Du wirkst unruhig, seit wir Erdörn verlassen haben. Stimmt etwas nicht? Ich habe schon viele Kriege erlebt. Alle waren sie hässlich. Aber was die kaiserliche Armee in Aldersberg getan hat,
unverzeihlich. Es ist ihre Art, Ispel. Sie wollen das Massaker von Zintra wiederholen. Ja, ich war dort. Und in Sodden. Dann weißt du, wozu sie fähig sind. Nach Sodden schwor ich mir, nie wieder an einem Krieg teilzunehmen. Dieses Leid, dieser Hass, so viele sinnlose Tote. Sinnlose Tode? Unsere Leute haben sich geopfert, um ihre Heimat und ihre Lieben zu verteidigen. Ich will glauben, dass es einen besseren Weg gibt. Verzeiht, Herrin. Ich muss meine Gedanken sammeln. Aber keine Sorge. Ich werde meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du hast vorhin erwähnt, viel mit meinen Soldaten gesprochen zu haben. Ich möchte mehr darüber hören. Kennt ihr den Gefreiten Larkin, Herrin? Oder Hauptmann Eusin? Oder Centurio Tagan? Natürlich. Sie gehören zu meinen besten Männern und haben mir viele Jahre lang treu gedient. Wusstet ihr, dass der Gefreite eine neugeborene Tochter zurückgelassen hat, als er mit euch aufbrach? Seine Frau lag in den Wehen, als der Marschbefehl kam. Er hat die Kleine noch gar nicht gesehen. Der Hauptmann hat keine eigene Familie, aber seinen Bruder hat er seit 5 Jahren nicht gesehen, weil er nie Urlaub nehmen kann. Die Befehle eures Generals Odo waren immer zu wichtig. Lass mich raten. Tagan wiederum hat seine kranke Mutter wegen mir im Stich gelassen? Nein, Herrin. Die Familie des Centurius wurde von Graf Caldwells Männern als Vergeltung für seine Beteiligung an eurer Rebellion ermordet. Er hat es erst neulich erfahren. Genug. Ich habe verstanden, was du meinst. Allerdings würden sie nicht mal auf meinen Befehl heimkehren. Sie wissen, solange Nilfgaard ihr Land besetzt, können sie nicht heimgehen. Ich muss los. Pflichten. Natürlich. Ich werde hier bleiben, wenn ihr mich braucht. Ja, Herrin? Wolltest du nicht mit deinem König gehen, Xavier? Nein. Ich will lieber an der Front kämpfen, Herrin. Mit euch. Und deine Heimat? Rossberg braucht Ingenieure für den Aufbau. Ich habe in Rossberg niemanden mehr. Nur noch Rache. Ich verstehe. Ich habe noch anderes zu tun. Wir reden später. Wie ihr wünscht. Ja. Demavens Grund, Aldersberg so erbittert zu verteidigen, hat mich überrascht. Mich nicht. Der König besuchte das Bordell jedes Mal, wenn wir in Aldersberg waren. Und das war oft. Ich habe ihm gesagt, dass irgendwann ein Mädchen von seiner Schlange gebissen würde. Er wollte nicht hören. Tja, ich sehe, dass du sehr viel Einblick in Demavens Privatleben hattest. Er hatte keine andere Wahl. Ich war seine Leibwächterin. Ich habe ihn immer begleitet und habe alles gesehen. Mein König genießt die Freuden des Lebens. Aber es hat seine Fähigkeit, sein Reich zu regieren, nicht beeinträchtigt. Raila, darf ich dich etwas Persönliches fragen? Ihr dürft, Herrin, aber ich weiß nicht, ob ich antworte. Nun, Nilfgaard hat mein Reich angegriffen, meine Krone geraubt, mein Volk ermordet und meinen Sohn gegen mich aufgebracht. Und doch ist mein Hass nichts gegen deine Leidenschaft, jeden Skoyatel zu töten. Ich habe eure Frage nicht gehört, Herrin. Was haben sie dir angetan, Raila? Was hat dich zu der gemacht, die du bist? Ihr wisst ja, dass Elfen und Menschen Nachwuchs zeugen können. Meine Mutter war eine Elfin. Das macht mich zu einer Halbelfin. Wir lebten in einem Dorf und jeder kannte meine Familie. Sie haben mich misshandelt, geschlagen, gespuckt. Und warum? Weil sie Angst vor den Eichhörnchen hatten. Sie waren machtlos, sich zu verteidigen. Daher ließen sie ihre Angst und Scham an mir aus. Die Skoyatel sehen überall Hass und Schrecken. Und nichts wird sich ändern, solange ihre erbärmliche Rebellion weitergeht. Ich muss los. Reden wir später.
Wie geht's meiner Lieblingskönigin im Norden? Wie kommst du mit Renard zurecht? Wie Hund und Katz. Verstanden? Man nennt mich ja... Schon klar. Deine Scherze sind zwar verständlich, aber nicht gerade lustig. Sicher nur für dich. Kriege ich auch eine Antwort? Wir kommen klar, weil wir müssen. Auch wenn er sich ruhig mal den Stock aus dem Hintern ziehen könnte. Erzähl mir davon. Was war das? Nichts, nichts. Zeit zu gehen. Leb wohl. Ja, Hoheit? Wie läuft es, Renard? Verstehst du dich mit Gascon? Tja, sagen wir haben uns auf einen gewissen Modus operandi geeinigt, Hoheit. Ach ja? Ich lasse ihn in Ruhe und er mich. Mir wäre es lieber, ihr würdet enger zusammenarbeiten. Hoheit, er ist ein Räuber, ohne Moral. Ach, Renard, er war ein Räuber. Ich muss leider widersprechen. Er mag vorübergehend ehrlich geworden sein, aber auch nur, weil es ihm gelegen kommt. Gascon hat sich nicht verändert. Er hat kein Quäntchen Ehre, Würde oder... Dafür eine Einheit bewaffneter Männer, ohne die wir vielleicht nicht überleben. Das stimmt. Ich gebe zu, dass die Streuner großartige Kämpfer sind. Ich fürchte nur, dass sie uns irgendwann an die Kehle gehen werden. Ich muss nun gehen. Sieh mal an, eine zünftige Mahakama-Begrüßung. Welch Ehre. Sogar die Aberlästen sind schon ganz gespannt. Auch die. Eine Prise Prävention kann einem jede Menge Ärger ersparen. Die Aussicht ist nicht übel, wie? Mhm. Wenn der Wind nicht so heulen würde, würde ich sie malen. Mewe ritt langsam und nahm interessiert ihre Umgebung in sich auf. Lauschte aufmerksam dem Zusammenspiel der Geräusche, dem Rauschen des Windes über schroffen Berggipfeln, dem Quietschen von Wagenrädern auf gefrorenem Schnee und dem Gebrüll von Bestien. Was? Ich wage nicht zu raten. Gabor kratzte sich am Kinn. Ein Eistroll oder einer von diesen Barbegasi. Sind sie zahm, wie der Drache? Absolut nicht. Wilde Hurensöhne sind sie allesamt. Beim letzten Frühjahrsputz hat mir eine fast den Arm abgebissen. Die Königin hob fragend eine Augenbraue. Ach ja, richtig, ihr kennt die Geschichte dazu nicht. Jedes Frühjahr zur Schneeschmelze kommt dieses Geschnetz aus der Erde. Dann trommelt Bruvah Hoog die Zwerge zum Frühjahrsputz zusammen. Wir töten so viele von den Bestien, wie wir können, damit wir für den Rest des Jahres Ruhe haben. Aus dem Augenwinkel sah Mewe, wie sich ein dunkler Schatten zwischen den Felsen bewegte. Ruhig zog sie das Schwert und schwang es, um sich die steifen Arme aufzuwärmen. Es ist wohl an uns, euch beim Frühjahrsputz zu helfen. Lyria, an die Waffen! Auf den Kampf vorbereiten! Als das Gebrüll der aufgespießten Glumare verklungen war, teilte sich die Mahakama-Infanterie. Ein Zwerg trat vor, grau wie ein Schneefuchs, runzlig wie eine Trockenpflaume. Er ging mühsam und stützte sich auf seine bluttriefende Kampfaxt. Das ist unser Ältester, Bruvah Hoog. Und wer sind die, Gabor? Mewe, Königin Lyriens und Riviens, mit ihrem Gefolge. Sei gegrüßt, Ältester, ich... Du willst was. Geld wäre mein erster Tipp. Kämpfer sind mein zweiter. Was ist es? Ich bin alt, aber nicht dumm. Ach, ihr Menschen. Die Zwerge fallen euch immer erst in letzter Not ein. Ich habe ein Anliegen, das kann ich nicht leugnen. Aber hör mich an und du wirst sehen... Waffen?
Gabor, warum zum Teufel hast du sie so eingelassen? Und auch noch ohne Augenbinde? Sie hat den Bleiring, Ältester. Ein Geschenk von König. Von dem Avent, Mädel, das weiß ich schon. Vertrau einem Mensch, gib ihm etwas Wertvolles und er gibt es weg wie eine Hafenhure ihre Stumpfhalter. Dass er ihn nicht gleich versetzt hat. Pah, Menschensohn. Ich bin weit gereist, um dich zu sehen. Bitte hör mich an. Ach, wenn's sein muss, dann quassel mal los. Nilfgaard hat meine Reiche überrannt. Es hat Edirn überrannt. Die Schwarzkittel stehen vor Mahakam. Früher oder später überrennen sie auch euer Land. Wir müssen handeln. Lass uns gemeinsam reagieren, solange noch Zeit ist. Zeit? Was weißt denn du von Zeit, Mädel? Wie viele Lenze zählst du? 40? Wärst du als Zwergin aufgewachsen, würdest du in deinem Alter Puppen häkeln und sonst gar nichts. Ich habe über 400 Lenze gesehen. Ältester bin ich seit 200. Weißt du, was ich in der Zeit gelernt habe? Es ist niemals eine gute Idee, sich um eure beknackten Streitereien zu kümmern. Normalerweise hätte ich euch alle hochkant wieder rausgeworfen aus dem Land, das ich liebe. Aber du hast den Bleiring, der dir Gastfreundschaft gewährt. Und in Mahakam sind Recht und Gesetz heilig. Du darfst im Pass bleiben, solange du willst. Der junge Tigrin führt euch herum. Wenn du die Berge leid bist, na, den Weg ins Tal kennst du ja. Leb wohl. Ältester, bei allem Respekt. Wir kamen euch zur Hilfe, haben die Bestien mit euch erschlagen und... Und wer zum Teufel ist das? Graf Renard Odo. Odo, Lodo, Bodo. Pah. Jetzt hör mir genau zu. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Und warum nicht? Weil ich Würde habe, anders als manche. Jungs, Mädels, das war der Frühjahrsputz. Die Keulerei ist beendet. Der Karbonberg ruft. Folgt mir. Majestät, Kopf hoch. Wir finden einen Weg. Ja, das werden wir. Auch wenn mir nicht klar ist, wie. Wir können uns an niemanden sonst wenden und nirgendwohin sonst fliehen. Lasst uns einen Rat einberufen, Majestät. Überlegen wir gemeinsam, was zu tun ist. Wir haben noch Edanien, Teme... Majestät, habt ihr einen kurzen Moment? Lasst uns reden. Entschuldige mich, Rinna. Nun, worum geht es? Ich weiß, der Älteste macht nicht den besten ersten Eindruck. Ist der Zweite denn besser? Offen gesagt, nein. Lasst es mich anders sagen. Es ist noch nicht alles verloren. Bruva ist ein sturer Bock, aber man kann ihn überreden. Und ich weiß zufällig, wie. Selbstlosigkeit? Ich glaube, die gibt es nicht. Bevor du beschreibst, was du für mich tun könntest, sei so gut und erzähl mir, warum du das tun willst. Unaufgefordert und eindeutig gegen den Willen deines Ältesten. Ich habe eine Gegenfrage. Wisst ihr, wann Bruva Hoog zuletzt die Berge verlassen hat und bei euch im Flachland war? Nein. Als König Sambuk auf dem Thron saß? Er hat es nie getan. Hoog ist hier geboren und wird hier sterben, wie die meisten Zwerge in Mahakam. Ich hingegen bin häufig bei den Menschen. Als Emissär an Königshöfen, bei Kaufmannsgilden, Zirkusleuten. Und ich bin nicht blind. Ich sehe, was ihr für Schindluder miteinander treibt. Nilfgaard ist unersättlich. Die Schwarzkittel hören erst auf, wenn sie den ganzen Kontinent von Ophir im Süden bis zu den Drachenbergen im Norden erobert haben. Mögen die Götter verhüten, dass sie sich das gesamte Territorium der Nordlinge schnappen. Dann haben wir sie rundum. Sie kontrollieren unsere Handelswege und Versorgungslinien, die Bedingungen und Preise. Wir lassen uns nicht an die Leine legen. Erst recht nicht an eine so kurze. Kurz, uns allen ist damit gedient, wenn die Schwarzkittel hinter der Yaruga bleiben. Und ich habe Majestät im Kampf gesehen. Ihr habt ausgezeichnet gefochten. Mit der richtigen Unterstützung könnt ihr sie zurückschlagen, das weiß ich. Na gut, ich bin ganz Ohr. Was müssten wir denn tun, damit Bruva Hoog uns hilft?
Da sind zunächst diese Bestien. Sie sind uns ein größerer Dorn im Fleisch, als man meinen sollte. Auf unserer Suche nach Gold haben wir tief geschürft. Zu tief. Bis in Abgründe, in denen Monster geboren werden. Falls sie geboren werden. Sobald es warm wird, kommen sie zum Fressen raus. Es werden jedes Jahr mehr. Dieser Frühjahrsputz erledigt nur das Nötigste. Er packt das Übel nicht an der Wurzel. Wir töten im Frühling genügend, um einigermaßen leben und Handel und Bergbau treiben zu können. Aber in den oberen Tälern lauern noch viel mehr. So viele, dass wir die Siedlungen dort aufgeben mussten. Mir ist immer noch nicht klar, was das für mich und Bruva heißt. Majestät, erschlagt die Bestien samt und sonders. Dann gewinnt ihr das Herz der Clans, aller Clans. Und dann wird dem Ältesten keine Wahl bleiben. Er wird euch zuhören und für voll nehmen. Es gibt zwei Orte, an denen die Bestien besonders zahlreich sind. Davos Abgrund und eine verlassene Untergrundsiedlung namens Boros Rumpf. Erschlagt sie, lasst die Tunnel einstürzen. Fertig. Das klingt so einfach und offensichtlich. Warum hat Bruva Hoog es nicht getan? Tja, wenn uns Zwerge Mahakams eines auszeichnet, dann unsere Besessenheit von Bräuchen und Traditionen. Das gilt für Bruva dreifach. Der Älteste kann wochenlang darüber nachgrübeln, ob Hosenträger nicht verboten sein sollten, weil sie von draußen kommen könnten. Wir haben einige Gesetze, den Vorarbeiter-Zwergen-Kodex. Eine der Bestimmungen lautet, schließe nie einen Tunnel, der einmal offen ist. Kein Zwerg könnte es tun. Aber ihr... Für euch gelten diese Regeln nicht. Ihr habt freie Hand, die Tunnel zu versiegeln, aus denen die Bestien kommen. Ihr könnt sie sprengen, fluten oder was weiß ich, dem Spuk ein Ende machen. Und das würde reichen? Ich glaube schon. Aber wenn ihr andere Wege findet, das Herz eines Clans oder von Bruva selbst zu gewinnen, kann das nicht schaden. Klingt mühselig. Aber immer noch besser als ein weiterer verlorener Monat auf der Suche nach einem Hof, der uns erst willkommen heißt und dann abweist. Ich danke dir, Gabor. Du hast mir eine Möglichkeit aufgezeigt. Also gut, überlegen wir, wie wir diesen Bestien beikommen. Mir scheint, euer Ältester ist nicht allzu erpicht auf Gäste. Erpicht auf Gäste? Im Gegenteil, er hasst sie leidenschaftlich. Aber ihr habt Glück. Wieso das? Er hat euch reingelassen, nicht wahr? Mahakam war der Außenwelt jahrelang komplett verschlossen. Die Clans haben Bruva gezwungen, wenigstens Händler und Emissäre reinzulassen. Er hat sich lange dagegen gesträubt. Mewe bemerkte eine Ansammlung von Zwergen. Mehrere Dutzend hielten Körbe mit Dauerwurst, weichen Brezeln und Krügen mit schäumendem Bier in den Händen. Was wollen die Leute hier? Fragte sie Gabor. Die Leute? Das sind die Eltern der Jugendlichen, die heute von ihrem Drecktag zurückkehren sollen. Der Drecktag, erklärte Gabor, war eine Wanderung, zu der die hier lebenden Zwerge aufbrachen, sobald sie volljährig waren. Die jungen Leute sollten auf dieser jahrelangen Reise einen Eindruck vom Leben außerhalb ihrer Heimat erhalten. Kamen sie jedoch nicht rechtzeitig zurück, verloren sie alle Rechte und Privilegien eines gebürtigen Mahakamas. Wisst ihr, in den letzten Jahren waren die jungen Leute hier ein bisschen launisch, wegen der strengen Gesetze, sagte Gabor. Daher haben wir sie losgeschickt, um die Ebenen kennenzulernen. Sobald sie sehen, wie das Leben unter den Menschen ist, kommen sie zurück und beschweren sich nicht mehr so schnell. Bisher hatte kaum ein Zwerg je beschlossen, für immer in den Tälern zu bleiben. Dieses Jahr aber war es anders. Morgen ist der letzte Tag und es fehlen noch 40 Drecktager. Ihre Eltern hatten Angst, dass ihnen etwas zugestoßen sein könnte. Die Mahakam-Wache hatte Patrouillen in die Ausläufer der Täler geschickt, die aber keine Spuren von den Vermissten entdecken konnten. Und die Menschen, die am Fuße der Berge lebten, waren nicht besonders gesprächig.
Der Wachhauptmann, ein Zwerg mit feuerrotem Bart, entfernte seinen Helm, wischte sich den Schweiß ab und wandte sich an Mebe. Hoheit, wir müssen unsere jungen Leute finden. Könnt ihr uns suchen helfen? Die Menschen sind vielleicht eher bereit, mit euch zu sprechen, falls ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen ist. Natürlich wird auch was für euch dabei rausspringen. Man könnte sagen, ich habe selbst einen Sohn verloren. Mebe drückte fest die Hand des Hauptmanns. Und ich kenne den Schmerz zu gut. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um ihn euch zu ersparen. Mebe brach auf, mit den hoffnungsvollen Blicken der Zwergeneltern im Rücken. Die Königin sandte einen Speer aus. Bald darauf ertönte sein Horn. Drei Stöße, zweimal kurz, einmal lang. Überfall! Mewe erwartete Bestien oder Räuber. Doch dann fielen Kämpfer mit Eichhörnchenschwänzen an den Helmen über ihre Männer her. Skoyatel. Sobald der Kampf geschlagen war, wurden die Gefangenen der Königin vorgeführt. Es waren alles Zwerge. Und nicht nur das, sehr junge Zwerge. Rätsel gelöst, murmelte Mewe. Es waren in der Tat die vermissten Drecktager. Statt nach Hause zurückzukehren, hatten sie sich den Partisanen der Anderlinge angeschlossen. Aber was hatte sie dazu getrieben? Ich war ungeduldig, wollte endlich 50 werden, wollte die Städte der Menschen sehen. Wysimar, Dreiberg, Novigrad, sagte einer der gefangenen Zwerge, während er einen Verband gegen eine Wunde presste. Und wie wurde ich dort willkommen geheißen? Ich wurde angespuckt und beschimpft. Ich habe Ghettos gesehen und Pogrome. Wie sollte ich danach in die Minen zurückkehren? Wir müssen kämpfen, solange wir noch können, bevor die Menschen kommen. Wir müssen den anderen sagen, dass auch sie kämpfen sollen. Ganz Markham soll kämpfen. Ihre Soldaten erwarteten, dass Mewe protestierte und den Zwerg der Lüge bezichtigte. Aber sie konnte nicht so tun, als wüsste sie nicht, was den Zwerg zu den Waffen getrieben hatte. Ohne weitere Diskussion befahl sie, die Gefangenen zu ergreifen, um sie der Gerichtsbarkeit ihres Volkes auszuliefern. Auf dem Weg hörte Mewe Schreie. Sie hastete nach vorne und sah, dass die schwarze Raila ganz mit Blut bespritzt war. Sie rechnete mit dem Schlimmsten. Und Renard konnte ihre Befürchtungen nur bestätigen. Sie ist unbemerkt in den Wagen mit den Gefangenen gestiegen und hat allen die Kehle durchgeschnitten. 40 Zwergen? Alleine? Sie waren gefesselt. Sie konnten sich nicht verteidigen. Raila hatte nichts zu ihrer Verteidigung zu sagen. Tatsächlich verströmte sie Stolz. Mahakam wurde von den Skoyatel befreit. Fürs Erste. Es wäre ein zweifelhafter Gefallen gewesen, ihnen eine Wagenladung Jungspunde mit Eichhörnchenschwänzen zu bringen. Sie hätten sich als Märtyrer für eine gerechte Sache aufgespielt, ihre Narben gezeigt und die Clans in den Krieg getrieben. Das alles wurde im Keim erstickt. Mewe sah, wie Renard das Blut in die Wangen stieg. Als er endlich sprach, musste er sichtlich mit großer Mühe seine Gefühle im Zaum halten, um nicht wutentbrannt zu explodieren. Eure Hoheit, wir müssen sie verbannen. Das war nicht einfach nur Befehlsverweigerung. Das war ein schweres Verbrechen. Majestät, ich halte mich gewöhnlich aus euren Angelegenheiten heraus, sagte Isbel. Doch jetzt kann ich nicht schweigen. Diese Frau muss gehen. Raila. Es ist ein schmaler Grat, der einen Soldaten von jemandem trennt, der einen Mord begeht, sagte Mewe. Diesen Grat hast du heute überschritten. Du verlässt unverzüglich meine Reihen und ich will dich nie wiedersehen. Raila antwortete nicht. Sie verbeugte sich nur übertrieben und lief dann den Hang hinab. Doch selbst als sie verschwunden war, zeigte immer noch eine rote Spur im Schnee, wo sie gegangen war. Eine Spur aus Zwergenblut, das von ihrer Rüstung getropft war. Die Lyrier waren still bei ihrer Rückkehr. Beim Anblick der gesenkten Blicke und düsteren Mienen zogen sich die wartenden Zwerge in ihre Häuser zurück.
und ließen ihre Körbe mit Leckereien im Schnee stehen. Niemand stellte Mewe Fragen. Und die Königin war froh, denn sie wusste nicht, wie sie hätte antworten sollen. Die Königin bemerkte ein Gebäude, das ungewöhnlich reich geschmückt war, bis hin zu schimmernden Bronzeziegeln und glitzernden Kristallen in den Fenstern. Dort lebte ein wichtiger Clan, erklärte Gabor. Die Breckenricks. Machst du uns bekannt? Fragte Mewe. Vielleicht kann ich sie überzeugen, ein gutes Wort für mich einzulegen. Yvonne, der Anführer des Clans, lud Mewe zu einem vorzüglichen Festmahl ein. Doch als sie den Krieg außerhalb von Mahakam ansprach, wechselte der Zwerg sofort das Thema. Beim Anblick der Einrichtung verstand Mewe schnell, warum. Die Wände waren mit Wandbehängen und Teppichen aus Nilfgaard geschmückt. Zweifellos Geschenke von verbündeten kaiserlichen Gesandten. Mewe wollte schon aufbrechen, überzeugt, ihre Zeit verschwendet zu haben, als sie plötzlich jemand an der Schulter in einen dunklen Raum zog. Ihr Entführer entpuppte sich als eine junge Zwergin im Nachthemd. Sie stellte sich mit Eudora Breckenricks vor, Ivors Tochter, und gab offen zu, Mewes Tischgespräch belauscht zu haben. Mein Vater ist stur wie ein alter Ziegenbock, aber ich kriege ihn schon dazu, euch zu helfen. Gegen einen winzigen Gefallen. Mhm. Und was? Ich will, dass ihr etwas aus dem Clan-Archiv besorgt. Das Historie Mahakamorum. Die wollen mir nämlich verbieten, mich mit meinem Schatz Soltan zu verloben. Der Kodex verbietet es angeblich, Zwerge zu heiraten, die das Gebirge verlassen haben. Aber es gibt einen Präzedenzfall. Und der steht in diesem Dokument. Wenn ich es Vater zeige, muss er seine Meinung ändern. Mewe hatte Mitleid mit Eudora und wollte ihr helfen. Besonders angesichts des Gefallens, den ihr die Zwergin dann schuldete. Aber sie wusste, dass ein misslungener Einbruch ins Archiv in einem ungeheuren Skandal enden könnte, den Brover Hoke nicht so bald vergessen würde. Der Einsatz wäre es wert, denke ich. Also gut, einverstanden. Sie gaben sich die Hand, um den Handel zu besiegeln. Mewe musste sich auf die Zunge beißen, um nicht aufzuschreien. Die junge Zwergin hatte einen Händedruck wie ein Schmied. Ihre Hand massierend kehrte Mewe zu ihrer Truppe zurück und berichtete von Eudoras Angebot. Gascon meldete sich sofort freiwillig. Für Diebstahl bin ich zuständig. Die Zwerge werden es niemals merken. Gascon schlich sich im Schatten der Nacht ins Archiv. Gerade als er das von Eudora gesuchte Dokument unter seinen Umhang steckte, hörte er schwere Zwergenstiefel auf der Treppe. Mist! Murrte Gascon. Ich muss hier abhauen. Und das gelang Gascon so leise, dass die Zwerge niemals erfuhren, wer eingebrochen hatte. Wie abgemacht überreichte Mewe Eudora das gestohlene Dokument. Rief die Zwergin und hob das Pergament triumphierend in die Höhe. Vater kann uns nun nicht mehr aufhalten, unsere Gelübde abzulegen. Ich muss Soltan gleich schreiben und euch tausendmal danke. Und auch Eudora hielt ihr Wort. Bald darauf erfuhr die Königin von einem Treffen der Clans, in dem sich Ivor für sie stark gemacht hatte. Sie konnte nur hoffen, dass es dem alten Breckenricks gelungen war, auch Brover Hoke umzustimmen. Verfluchter Idiot! Langsam, habe ich gesagt, sonst löst sich der Haken! Oh, ein verdammter Experte, was? Du hast den Wagen überladen und deswegen ist er gekracht! Mitten auf dem Weg stand der kaputte Wagen. Dahinter standen weitere, einige beladen mit Gold, Juwelen und anderen Kostbarkeiten, andere mit Pökelfleisch. Jeder Zwerg hatte seine eigene Theorie zum Unfall und gab sie lauthals zum Besten, garniert mit Flüchen. Ulkige Karawane, sagte Mewe. Sie sehen nicht wie Händler aus. Das stimmt, sagte Gabor. Es sind Zwerge vom Ferenc-Clan mit Geschenken für den Drachen. Erinnert ihr euch an Keltulis? Die Ferencs haben fast ein Jahrhundert gegen ihn gekämpft.
Aber keine Seite konnte sich durchsetzen. Also haben sie ein Abkommen getroffen. Er lässt sie in Ruhe, sie versorgen ihn. Ach was. Und diese Opfer bringen sie ihm oft? Jede Woche. Moment, ich muss die Kerle trennen, ehe sie einander die Bärte ausreißen. Peter, beruhigt euch gefälligst! Es gelang Gabor, das Mütchen seiner Brüder zu kühlen. Der Wagen blockierte allerdings immer noch den Verkehr. Herrin, sagte Xavier, die Reparatur ist leicht. Ich habe alles Nötige. Ich brauche nur eure Erlaubnis. Natürlich. Sieh nach, was machbar ist. Xavier hatte das Problem schnell behoben. Nicht lange und der Wagen rollte wieder wie neu die Straße entlang. Bei meinem Sack, Majestät, rief einer der Zwerge. Euer Ingenieur hat einen Kopf wie Sülze, aber fähig ist er, das muss man sagen. Ich werde es ihm ausrichten. Teilweise. Wir brechen jetzt auf, doch vorher... Nehmt dies. Ein wenig Gold als Zeichen unserer Dankbarkeit. Danke, sagte Mewe und nahm die erstaunlich schwere Börse. Im Krieg zählt jeder Kopper. Der Zwerg verbeugte sich, schüttelte sich den Schnee aus dem Bart und zog mit seiner Karawane weiter. Bald waren sie um die nächste Biegung verschwunden. Eine Rauchsäule stieg über den Bergen auf. Es roch brenzlig. Feuer? Murmelte Gabor und schnupperte. Ob der Blitz eingeschlagen hat? Nein, sagte Mewe kurz. Ich kenne den Geruch zu gut. So roch ganz Edirn. So riechen brennende Hütten. Die Lyrier erhöhten ihr Tempo. Bald sahen sie eine Stadt in Flammen. Und einen wütend brüllenden Drachen darüber. Ist das nicht euer Keltulis? Fragte Gascon und beschirmte seine Augen gegen das grelle Lodern. In der Tat. Vollkommen harmlos. Keine Ahnung, was in ihn gefahren ist, sagte der Zwerg und nahm die Axt vom Gürtel. Herrin, wir müssen ihnen zu Hilfe kommen. Fürchtet euch nicht, Meister Zwerg. Eik wartete nicht auf Mewes Antwort, sondern warf die Lanze weg und sprengte in gestrecktem Galopp auf das brennende Dorf zu. Von mir! Töten wir diese Viper! Renard! Rief Mewe. Die Männer sollen sich die Kleider gegen das Feuer tränken. Wenn sie fertig sind, greifen wir an. Wenn wir uns nicht beeilen, wird von Eik nicht viel übrig bleiben. Majestät, gewöhnliche Soldaten gegen einen Drachen? Ich weiß. Aber wir müssen versuchen, ihnen zu helfen. Renard gab den Befehl weiter. Mewe wendete sich Gabor zu. Hat der Drache eine Schwachstelle? Leider nicht, sagte der Zwerg ernst. Nur eine Schwäche für rohes Fleisch. Mewe nickte und schluckte trocken. Trotz der Kälte traf ihr der Schweiß von der Stirn. Mewe überwand ihre Angst und gab den Angriffsbefehl. Ihre Männer ritten in das brennende Dorf. Aus der Nähe sah Keltulis noch schrecklicher aus. Riesig und doch schockierend flink wie eine Echse, die über Wüstensand huscht. Mit einem Prankenstreich brach er drei Zwergen den Hals, einen vierten biss er einfach in zwei. Danach wendete er seine Aufmerksamkeit den Lyriern zu. Wer von euch? Er grinste ein grässliches, blutiges Grinsen. Gut. An diesem Tag starben viele Lyrier am verzehrenden Feuer. Oder an den scharfen Krallen des Drachen. Doch ihr Opfer war nicht vergebens. Gemeinsam mit den Zwergen konnten sie Keltulis schwer verwunden und zwingen zu fliehen. Das Gebrüll des angeschlagenen Drachen donnerte durch das Tal. Recht so, brüll, du miese Schlange. Hättest uns nicht angreifen sollen, verdammte Echse. Mewe, das ist Vavrinek, ältester der Ferengs. Meinen Gruß. Und mein Beileid. Oh, wärt ihr nicht gewesen, stünde hier kein Stein mehr auf dem anderen. Um ehrlich zu sein, als es hieß, eine Menschenkönigin käme hilfesuchend nach Maha kam, sagte ich, dass mir eher ein Krokus aus dem Hintern wächst, als dass ich zustimme. Jetzt habe ich Angst, mir in die Hose zu sehen.
Ich habe es mir überlegt. Nach dem, was ihr heute für uns getan habt, sind euch Hilfe und ewige Dankbarkeit aller Ferengs sicher. Danke. Angesichts der Bedrohung durch Nilfgaard bedeutet uns das sehr viel. Vergebt, dass ich diese rührende Verbrüderungsszene zwischen den Völkern störe, aber Vavrinec, Dovelschiss, was ist passiert? Warum hat Keltulis angegriffen? Das weiß ich so gut wie du. Gar nicht. Er flog einfach auf und fing an, Feuer zu spucken. Im Nu brannte die halbe Stadt. Ach, verdammte Kacke! Nach 300 Jahren guter Nachbarschaft. Wir müssen an die Zukunft denken. Der Drache wird sich jetzt erholen. Wir müssen ihm den Rest geben, bevor er wieder stark ist. Also haben wir nicht viel Zeit. Er heilt schnell wie ein Alchemistenhündchen. Und die nächsten Wachen sind Meilen entfernt. Ja, deswegen dachte ich, vielleicht, Majestät. Das ist wohl ein Witz. Ich weiß, ihr seid geschafft und wollt keine Verluste mehr, aber bedenkt, dass dieses Vieh auf einem Berg von Gold und Juwelen sitzt. Der natürlich Bruver gehört, aber wenn eine kleine Summe verschwende, er würde es nicht merken. Gut, das ändert meine Berechnungen. Außerdem ist der Drache schwer verwundet. Er hat geblutet wie ein angestochenes Schwein. Er braucht nur noch den Gnadenstoß. Ach, gut. Ich werde es tun. Ich wusste, ihr versteht. Ei, Vavrinec, Vavrinec. Diese Dame macht aus deinem Hintern noch einen Krokusgarten. Ja, die Königin erweist uns große Dienste, die uns allen nützen. Also, wo ist Keltulis Lager? Nördlich, in einer Höhle. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Mewe verabschiedete sich von Vavrinec und brach auf. Ob sie den Drachenschatz fand? Psst, wir wollen nicht vorgreifen. Keltulis Lager war wirklich nicht zu verfehlen. Schließlich war es riesig. Es musste ja ein Drache hineinpassen. Der Eingang, ein enormes schwarzes Dreieck in der Schneedecke, war weithin sichtbar. Und der Gestank besagte, dass der Drache anwesend war. Es roch nach Schwefel und Blut. Also dann, sagte Gascon. Bereit, legendäre Drachenschlechterin in Spee? Prahle erst, wenn du heimreitest, sagte mein Vater oft. Mewe saß ab. Vor allem, wenn du auf Drachenjagd bist. Verwundet mag er sein, aber eine Feuergabe und wir sind Leichen statt Legenden. Sparen wir uns lieber alle Heldenambitionen. Die Lyrier schlichen in die Höhle. Sie gingen einzeln mit erhobenem Schild unter Beobachtung der Fledermäuse, die von der Decke hingen. Keltulis lag zusammengerollt auf einem Bett aus Gold und Edelsteinen, das er langsam rot färbte. Mewe sah, wie mühsam er den Kopf hob und wusste, dass er keine Gefahr mehr war. Soll das Schwert jetzt die Arbeit des Gifts vollenden? Krächzte das Monster. Gut. Dann bitte. Keltulis drehte ihr seinen Bauch zu und wartete ruhig auf den tödlichen Hieb. Halt! Mewe senkte das Schwert. Was denn für ein Gift? Keltulis lachte und hielt sich die blutende Seite. Sie haben also nichts gesagt, miese Lilliputaner. Hey da, hüte deine Zunge! Schrie Gabor. Außerdem weiß ich von nichts. Keltulis bedachte die Lyrier mit einem misstrauischen Blick aus seinen Schlangenaugen und berichtete. Die Karawane, die Mewe getroffen hatte, war mit einer besonderen Fracht unterwegs gewesen. Das Fleisch für Keltulis war diesmal in eine Giftbrühe eingelegt. Als der Drache sich vergiftet und in Schmerzen wand, waren die Ferengs gekommen und hatten sein Gelege zerstört. Wenn ich dich recht verstehe, unterbrach Mewe. Bist du weiblich? Genau, wie du.
Die Augen der Lyrier richteten sich auf Gabor. Schaut nicht so. Wir haben ihm... ihr nicht unter den Schwanz geguckt. Ich meine... warf Renard ein. Die Enthüllung von Keltolis Geschlecht ist faszinierend. Aber ich möchte lieber wissen, was die Ferengs zu so einer Schandtat getrieben hat. Nicht schwer zu erraten, sagte Meber. Sie hatten Angst, dass der Drache mit seinen Jungen bald mehr Tribut verlangt. So haben sie vorsorglich zugeschlagen. Das ist weise und edel, schrie Eik. Das Böse muss man an der Wurzel packen. Zum Unglück der Ferengs war die Giftdosis zu gering. Der Drache, wutentbrannt beim Anblick seiner zerbrochenen Eier, nahm all seine Kraft zusammen und flog zur nächsten Stadt. Meve sah selbst, was dann geschah. Und nun lag es an ihr zu entscheiden, wie diese Geschichte endete. Der Drache hatte Dutzende, wenn nicht Hunderte, getötet. Doch hatte ihn erst die Grausamkeit der Zwerge dazu getrieben. Verdiente er daher den Tod oder Mitleid? Ich fühle deinen Schmerz, sagte Meve. Aber nichts rechtfertigt ein solches Massaker. Nichts? Gott, was hättest du an meiner Stelle getan? Fauchte der Drache. Einen Beschwerdebrief an den ältesten Hoog verfasst? Sie haben meine Kinder ermordet! Ich hätte dasselbe getan, erwiderte die Königin, ohne auch nur zu zögern. Ich hätte Rache geübt, mit dem Wissen bestraft zu werden. Das Monster sah Meve lange in die Augen und senkte dann den Kopf. Ich habe keine Kraft mehr zu kämpfen und keinen Grund. Tu, was du für richtig hältst. Meve hob das Schwert und hieb den schuppigen Bauch mit enormer Kraft in zwei. Das Monster stieß einen langen Schrei aus. Sein Schwanz peitschte Juwelen in alle Richtungen. Dann lag der Drache still. Keltolis, der letzte rote Drache zwischen dem großen Meer und dem Ödnisgebirge, war tot. Eine seltsame Stille folgte. Niemand jubelte oder applaudierte. Nur Eik flüsterte ein Dankesgebet. Das war... Gascon brach die Stille zuerst. Nicht gerade episch. Was hast du erwartet? Fragte Gabor irritiert. Fanfaren und Feuerwerk? Sollte der Berg beben? Er ist gestorben wie jede Kreatur. Majestät, ich bin sicher, sagte Renard, dass die Poeten diesen Moment entsprechend würdigen werden. Ja, gewiss, antwortete die Königin und steckte ihr Schwert weg. Sie sind ja Lügner. Die Königin ließ einen Teil des Drachenschatzes einpacken. Wenig genug, um den Zorn Bruder Hoogs nicht zu beschwören, aber ausreichend, um die Verluste der Lyrier auszugleichen. Und so erwarb Meve den Titel der Drachenschlechterin. Obwohl sie das selten erwähnte. Meve kniff die Augen zusammen. Am Rande des Abgrunds hatten sich mehrere Dutzend Zwerge versammelt. Alle blickten zu einer Rampe, auf der ein Fass stand. Was ist das für eine Versammlung? Fragte Meve. Ist heute Feiertag? Nein, sprach Gabor grimmig. Eine Hinrichtung. Aus dem Fass ragte ein haariger Kopf. Die lange, spitze Nase und die abstehenden Ohren deuteten zweifellos auf einen Gnom hin. Den ersten, den Meve je gesehen hatte. Hilfe! Helft mir! Schrie der Gnom. Sie wollen mich umbringen, in den Tod stürzen! Halt den Rand! Bellte der Zwerg neben ihm, stopfte den Gnom im nächsten Moment ins Fass und verschloss es mit einem Deckel. Deine Verbrechen, ihr ganzes Gewicht! Da passt keine mildere Strafe. Die anderen Zwerge nickten zustimmend. Zwei von ihnen packten das Fass, legten es auf die Seite und hoben es hoch, um es trotz des Hämmerns darin in den Abgrund zu werfen.
Mewe sprang vom Pferd, ignorierte Gabors Protest und kletterte die Rampe hinauf. Heda, du darfst nicht... Hilf, verdammt nochmal! Was machst du da? Ist das nicht klar? Die Hinrichtung verhindern. Oh, den Göttern sei Dank. Ho, Weibsbild, dazu hast du kein Recht. Das Urteil wurde längst gesprochen. Ja, und es ist ein grausames Urteil. Eines, bei dem ich mich frage, was der Angeklagte verbrochen hat. Ha, die Frage ist eher, was dieser Wurm nicht getan hat. Er ist hier mit seinem Krämerwagen voller Krimskrams aufgekreuzt, ist von Haus zu Haus gezogen und hat seinen Müll über den grünen Klee gelobt. Und was hat er uns angedreht? Bomben, die in der Hand hochgehen. Bartwuchstinkturen, die den Bart in Brand stecken. Musikkästchen für Kinder, die nicht aufhören, wenn sie erstmal aufspielen. Ihr hättet einfach die Schraube hinten lösen müssen und dann... Schnauze da! Es ist doch egal, wir hätten es ihm nachgesehen, wenn er nicht unsere heiligen Regeln und Bräuche gebrochen hätte. Und welche, wenn ich fragen darf? In der Schmiede die Mütze aufbehalten? Nägel in den Mund gesteckt? Fruchtsirup ins Bier gekippt? Himbeere! Pfui! Nur einmal und nur ein paar Tropfen. Es gibt keine Entschuldigung für deine Verbrechen, Schuft. Und schlimmer noch, er hat sich das Schlimmste für den Schluss aufgehoben. Er war in einer Mine und hat gepfiffen. Oho, das ist übel. Das geht wirklich nicht. Ja, das hat er gemacht. Gepfiffen. Durch die Zähne. Und dazu gesummt. Richtig geträllert. Wir haben es oben und unten im Schacht gehört. Und unsere Vorväter haben vor langer Zeit festgelegt, dafür gibt es die Todesstrafe. Tod durch Fassrollen. Einen Moment. Was steht genau im Zwergenkodex drin? Welches Gesetz hat er gebrochen? Was schon? Wie kann ein Weibsbild und ein Mensch von unserem Kodex wissen? Dieses Menschenweib hat einen Kopf, und zwar einen geräumigen. Also, eure Antwort? Der Kodex sagt, es ist ein ernstes Verbrechen, in einer Mine zu pfeifen. Jeder Zwerg, der das versaut, soll sofort in ein Fass gesetzt und besagtes Fass einen Berg hinabgerollt werden. Jeder Zwerg. Die Sachlage ist klar. Wenn ich mich nicht irre, ist der Angeklagte ein Gnom. Aber der Kodex sollte nicht so wörtlich genommen werden. Man muss ihn auslegen. Man muss deuten, was den Ältesten im Kopf rumging. Nichts zu deuten hier. Du musst ein Zwerg sein, um ein Zwerg zu sein. Kein verdammter Gnom. Also, bin ich... Ich meine, frei? Vielleicht sollte das der Älteste entscheiden. Oh, klar. Wir wissen ja, wie gern sich der alte Hoog mit sowas rumschlägt. Ach, von mir aus. Jetzt raus aus dem Fass und mir aus den Augen, verdammte Ratte! Herrin, wie kann ich euch das je vergelten? Darüber müssen wir noch reden. Vielleicht sollten wir uns erst einander vorstellen. Natürlich. Ich Depp. Barnabas. Barnabas Beckenbauer. Für meine Freunde, Bibi. Also gut. Mewi. Ein Scherz. Mewe. Königin von Lyrien und Rivien. Eine Königin? Verdammt, ich fühle mich geehrt. Eure Hoheit, ich verneige mich. Nicht nötig. Benimmregeln sind nur für den Hof. Du bezeichnest dich als Erfinder, habe ich richtig gehört? Mit völliger Gewissheit. Nur verkennen die Zwerge meine Genialität. Ich scheine meiner Zeit weit voraus zu sein. Feurige Explosionen auf der Handfläche. Du glaubst, die werden eines Tages in Mode kommen? Oh nein, das war nur ein Missgeschick. Mehr nicht. Ich habe Knallquecksilber mit Schwefel verwechselt. Die Flaschen standen nebeneinander und... Ich brauche keine Einzelheiten. Aber eine Sache interessiert mich. Kannst du eine Bombe erschaffen, die kontrolliert explodiert? Zum Beispiel, wenn meine Feinde über sie laufen? Aber natürlich, ganz einfach. Nun denn,
Willst du dich erkenntlich zeigen? Dann schließ dich uns an und hilf mir, Nilfgaard zu besiegen. Nilfgaard besiegen? Das ist ehrgeizig. Aber ohne euch läge ich mit gebrochenen Knochen in einem Fass am Boden einer Schlucht. Ich tue, was ihr befehlt, um meine Schuld zu begleichen. Und damit trat zum ersten Mal in der Geschichte Lyriens ein Gnom der Armee bei. Und obgleich es Barnabas Beckenbauer an Größe mangelte, bewies er doch seinen Wert. Und das nicht nur einmal. Majestät, gestattet mir erneut meine... Willkommen, Barnabas. Überspringen wir doch bitte die Formalitäten und sprechen offen. Natürlich. Wie kann ich helfen? Ich weiß gerne, mit wem ich reise. Erzähl mir von dir. Von mir? Nun, wie ihr gesehen habt, verstehe ich mich sehr gut mit Zwergen. Möchtet ihr sonst noch was wissen? Fang am Anfang an. Woher stammst du? Ach so, ich bin weit im Süden geboren, in Tir Tochair. Meine Mutter war Wäscherin, mein Vater Waffenschmied. Ich bin erst mit 40 von zu Hause fortgegangen, als ich endlich alleine sein konnte. Jetzt bin ich seit rund 20 Jahren unterwegs. Eine ganze Weile. Hat dir der Süden nicht zugesagt? Das nicht, aber die Werkstatt meines Vaters übernehmen und nichts als ein Schwert nach dem anderen anfertigen. Puh, mir schwindelt bei der Vorstellung. Nein, ohne mich. Es gibt so viele Geheimnisse und Wunder zu entdecken. Dazu Möglichkeiten, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist mein Leben. Feuerwerkskörper, die anderen in den Händen hochgehen? Nun, wie die Bärtigen sagen, Mahakam wurde nicht an einem Tag erbaut. Außerdem wurde durch meine Erfindungen noch niemand ernsthaft verletzt. Meistens. Arbeitest du gerade an einer bestimmten Erfindung? Oh, wie schön, dass ihr fragt. Ich war schon immer von Luftlebewesen fasziniert. Von Vögeln, ihren Flügeln, ihren Knochen. Die Struktur ist perfekt. Die Aerodynamik, die Federn. Kurz gesagt, ich glaube, ich werde fliegen können. Oh. Ich lerne fliegen. Ja, fliegen, ganz recht. Ich, Barnabas Beckenbauer, werde der erste Gnom sein. Ach, was rede ich? Das erste Säugetier, das sich vom Boden befreit und durch die Wolken schwebt. Sind Fledermäuse nicht... Keine Zeit für Haarspaltereien. Wirklich, Majestät, ich bin sehr optimistisch. Die Berechnungen sind solide. Ich muss nur noch einige Feldversuche durchführen. Hast du Freiwillige für deine Tests gefunden oder führst du die selber aus? Natürlich muss ich am Boden bleiben, um alle Messungen vorzunehmen. Zum Glück herrscht in Mahakam kein Mangel an Abenteuerlustigen, die ihren Namen in den Geschichtsbüchern sehen wollen. Ich habe einen Prototypen namens Gleiter konstruiert. Majestät, er ist so schön. Und über 30 Klafter weit ist er geflogen. 30? Beeindruckend. Der Pilot hat sich bestimmt einen Namen gemacht und erregt das Interesse jeder Zwergin Mahakams. Oh nein, der ist leider tot. Die Landung war recht unsanft. Und dann noch dieser riesige Bär. Jedenfalls waren die letzten Worte des Piloten, dass er nichts bereut. Tapferer Kerl, wenn auch nicht sonderlich helle. Verstehe. Erinnere mich nächstens an diese Geschichte, wenn du die Nützlichkeit deiner Erfindungen anpreist. Ich muss aufbrechen. Wart ihr die ganze Zeit hier? Ein Schneesturm zieht auf. Majestät, wir sollten das Lager aufschlagen und ihn aussitzen. Gute Idee. Leider könnte das eine Woche dauern. Dann ziehen wir weiter. Die Zeit drängt. Während wir um Hilfe betteln, wird Nilfgaard immer stärker. Wir müssen so schnell wie möglich Verstärkung kriegen und unsere Heimat befreien. Mewe ritt schweigend und dachte über ihre bisherige Zeit im Exil nach. Der Ruf eines Spähers riss sie aus ihrer Tagträumerei heraus. Eure Hoheit! Seht euch das an! Mit ernster Miene deutete der Soldat auf eine Spur im Schnee. Sie erkannte den Stiefelabdruck sofort.
Mewe hatte ihn schon oft gesehen, auf Lyriens sandigen Wegen und inmitten der Asche, zu der Edirne verbrannt wurde. Nilfgaarder Fußsoldaten, schäumte Mewe. Sind hier durchmarschiert, warf Gascon ein. Vor vielleicht ein, zwei Tagen. Die Späher hatten herausgefunden, dass vor kurzem eine Nilfgaarder Karawane mit bewaffneter Eskorte in Mahakam eingetroffen war. Die Eindringlinge hatten Truhen voller Gold und Juwelen bei sich und sie gegen Mahakamer Schwerter und Speere eingetauscht. Ein Späher gab Mewe eine der Münzen der Schwarzkittel. Auf ihrer Rückseite war der lyrische Adler. Sie bezahlen mit meinem Gold, sagte Mewe mühsam beherrscht. Für Waffen, die meine Männer und Untertanen töten sollen. Wir könnten sie noch aufholen, sagte Renard mit funkelndem Blick. Und dafür sorgen, dass Ebdahi diese Waffen nie zu Gesicht bekommt. Das könnt ihr, gewiss, meldete sich Gabor, der ihrem Gespräch zugehört hatte. Aber ihr könnt euch auch daran erinnern, dass wir Mahakama neutral sind und unseren Gästen innerhalb unserer Grenzen Sicherheit garantieren. Natürlich sind die Nilfgaarder inzwischen außerhalb. Aber greift sie einen Steinwurf vom Tor entfernt aus an und Bruva wird Dampf aus den Ohren und Feuer aus dem Arsch kommen. Gabor, vergib mir, sagte Mewe. Wir müssen die Karawane angreifen. Ich muss die Nilfgaarder aufhalten und ganz davon abgesehen, soll Bruva doch Feuer spucken. Gabors Mund stand offen, als er versuchte zu protestieren. Aber das Gelächter der lyrischen Soldaten übertönte sein Knurren. Mewe gab das Signal zum Aufbruch. Bald darauf fiel die Kompanie der Königin über die feindliche Karawane her. Nach ihrer verheerenden Niederlage warfen die Nilfgaarder die Kisten in den verschneiten Straßengraben und ritten peitschenknallend davon. Eine der Kisten brach auf. Und heraus fiel eine in gefettetes Leder gewickelte Waffe. Gascon entfernte das Leder und hielt einen glänzenden, frisch geschmiedeten Sihil in die Höhe. Er untersuchte ihn und wischte dann mit dem Daumen über die Klinge. Sofort spritzte Blut. Scharfer Hund, sagte er hörbar beeindruckt. Bei diesen Worten brach Gabor überraschend in Gelächter aus. Was kitzelt dich denn so, wenn ich fragen darf? Es ist Tradition, dass die ersten Worte eines Kriegers beim Anblick eines Sihil der Klinge ihren Namen geben. Glückwunsch, du hast ihn getauft. Gascon stand etwas verlegen da, bis Mewe ihm die Waffe abnahm. Ich hätte einen anderen Namen gewählt, einen etwas würdevolleren. Aber scharfer Hund hat einen gewissen Charme. Ich freue mich schon, ihn an einer Nilfgaarder Rüstung auszuprobieren. Aber bitte nicht in Mahakam, warf Gabor ein. Ihr habt euch schon genug Scherereien eingehandelt. Ich werde das jetzt irgendwie wieder gut machen müssen. Und das dürfte schwierig werden. Die Kunde von Mewes Taten erreichte Bruva Hoogs fleischige Ohren. Und obwohl es trotz Gabors Prophezeiung kein Feuer gab, kochte der Älteste doch eindeutig vor Wut. Nur die Fürsprache der Zigrins bewahrte die Lyrier davor, aus den Bergen verbannt zu werden. Da kommen wir nicht weiter. O Renard, was täten wir nur ohne dich? Wie Lemminge von der Klippe stürzen, kein Zweifel. Mewe blinzelte in die Ferne. Was bedeckten da für schwarze Flecken die Gipfel? Es schienen Hunderte zu sein. Aus der Nähe sah die Königin, dass es sich um die Fenster von in den Fels gehauenen Wohnstätten handelte. Unser einstiger Stolz, seufzte Gabor. Horus Rumpf, eine ganze Stadt, die in den Fels geschlagen wurde. Hunderte Tunnelmeilen, Dutzende Schmieden und Stahlwerke. Heute ist der Rumpf voller Monster. Sie kommen aus der Erde und brüten hier. Dann kriegen sie Hunger und kommen in den Pass. Mewe stand am Eingang zur Stadt im Felsen. Das monumentale Bronzetor lag auf dem Boden, zerknüllt wie eine Schriftrolle.
Aus den schwarzen Fensterlöchern stank es nach Schimmel und Aas. Die Königin konnte tropfendes Wasser und ferner ein metallisches Knirschen hören. Es mochten Panzerschuppen sein, die am Fels scheuerten. Die Soldaten erwarten euren Befehl, Majestät, sagte Renard leise, um nicht unnötig die Aufmerksamkeit der Bestien zu erregen. Was sagte ich noch, als wir aus Lyrien flohen? Mewe wendete sich an Renard. Dass ihr die Krone wiederholen würdet und wenn ihr durch die Hölle gehen müsst. Wird Zeit, dass Taten folgen. Die Königin atmete tief durch und schritt mit erhobenem Schwert voran. Augenblicke später ließ sie es tanzen, als die derzeitigen Bewohner von Boros Rumpf zur Begrüßung kamen. Mewe war verwundet, doch sie näherte sich dem Glumar, der sich auf dem Boden wand, trieb ihm das Schwert durchs Herz und tötete ihn damit. Sie war so erschöpft, dass sie es nicht mehr herausziehen konnte, als es im Chitinpanzer festsaß. Das Vieh hat mich erwischt, flüsterte sie. Und fast erledigt. Illyria erreichten eine gigantische Halle, die einstige Versammlungsstätte des Clans. Die Steinbänke waren mit Schleim und Insektoideneiern bedeckt. Von den Kandelabern hingen Fledermäuse in allen Größen. Gascon kramte in alten Knochen, offenbar in der Hoffnung, etwas Wertvolles zu finden. Gabor hingegen kämpfte mit einem verriegelten Türschloss, als wäre es ein Monster. Endlich gab die Tür seufzend nach und der Zwerg warf triumphal die Arme hoch. Ein Lagerraum voller Bergbauwerkzeug, rief er begeistert. Hier sind auch einige alchemistische Fässer. Gut, dass alles trocken zu sein scheint, dann ist es noch brauchbar. Wir müssen sie nur in den Korridor rollen, sie in Brand setzen und rums. Dann haben wir den Pass endlich monstersicher versiegelt. Mewe folgte punktgenau den Anweisungen des Zwergs. Nicht lange und der Berg erbebte unter einer massiven Explosion. Die Tunnel stürzten ein. Angeblich stieg der Staub so hoch auf, dass man die Wolken bis Aldersberg sehen konnte. Dunkle Wolken türmten sich am Horizont und ein starker Wind zerrte an den Bannern. Verdammt, da kommt ein Sturm. Gabor, zur nächsten Siedlung, wir müssen Zuflucht suchen. Bald erreichten die Lyrier Hockenhaupt. Auf dem Stadtplatz wimmelte es von Leuten. Mehrere Dutzend Zwerge standen mit großen Säcken und Beuteln beladen in kleineren Gruppen zusammen. Als dichter Schnee zu fallen begann, jubelten die Zwerge. Es rollten sogar einige Tränen, aber Mewe konnte nicht sagen, ob ausgelöst durch irgendein glückliches Ereignis oder durch den starken Wind, der in den Augen stach. Was ist hier los? Warum freuen Sie sich über einen Schneesturm? Fragte Mewe und zog sich die Kapuze über. Tja, dem Schneesturm sei Dank, können Sie Ihre Expedition noch um einen Tag verschieben, antwortete Gabor. Wisst ihr, Sie wurden als Siedler ausgelost und müssen sich in einem Dorf im Schwarzbachtal niederlassen. Es gab schon 7 andere Expeditionen vor Ihnen. Und keine hat länger als ein Jahr überlebt. Das Tal ist verflucht, so viel ist klar. Interessiert trat Mewe vor, um mit dem Anführer der Siedler zu sprechen. Er bestätigte Gabors Worte. Er hatte bereits viele ehemalige Kolonisten begraben und alle waren dürr, bleich und frühzeitig ergraut gewesen, als ob ihnen etwas die Lebenskraft geraubt hätte. Als der Zwerg seine Geschichte beendet hatte, ergriff er fest Mewes Hand und versprach ihr eine großzügige Belohnung, wenn sie und ihre Lyrier die Expedition zum Schwarzbachtal begleiten würden. Es ist nicht weit. Nur ein paar Meilen die Hauptstraße entlang. Der Marsch wird wesentlich einfacher, wenn wir von einer ganzen Armee bewacht werden. Ich weiß nicht, wie unsere Schwerter gegen Flüche und Geister helfen sollen, sagte Mewe. Aber ich lasse euch nicht in eurer Not alleine. Wir werden mit euch ins Schwarzbachtal kommen und dafür sorgen, dass ihr sicher dort ankommt. Und dann weiterziehen. Der Zwerg rannte davon, um seinen Siedlern die frohe Kunde zu überbringen. Als der Schneesturm endlich nachließ, waren sie bereit zum Abmarsch.
Meber hatte angehalten und war gerade dabei, Eis von den Fesseln ihrer Stute zu entfernen, als Gabor Zegrin zu ihr trat. Der Zwerg hockte sich neben die Königin, sah sich schnell um und begann dann kaum hörbar zu flüstern. Hoheit, ich hab was in der Schmiede aufgeschnappt. Die Vögelchen zwitschern von einem Schatz, großen Reichtümern, die gleich südlich von hier in den Hügeln beim Schwarzbachtal versteckt sind. Und keiner wagt es, ihn zu suchen, wegen der ganzen Monsternester. Aber wir haben eine kleine Armee dabei. Wir könnten es versuchen. Es ist das Risiko vielleicht wert. Was meint ihr? Die Königin klopfte sich den Schnee von den Knien und schirmte sich die Augen gegen die helle Sonne ab, um zu den Bergen zu blicken. Sie war versucht, hatte aber ihre Zweifel. Das Geröll zu ihren Füßen wies eindeutig auf Lawinengefahr hin. Ich denke darüber nach, antwortete sie, ehe sie zurück aufs Pferd sprang. Was ist das für ein Ort? Schwarzbachtal. Wie hübsch. Ja, und gefährlich. Haltet die Waffen bereit. Schwarzbachtal. Der Name selbst klang schon so verrufen. Mewe rechnete mit nebligen Schluchten, vermoderten Bäumen voller Spinnweben und Fledermausschwärmen. Was sie sah, war ein freundlich gluckernder Fluss und sanfte von Krokusblüten überzogene Hänge. Nur ein Dorf voller verlassener, eingefallener Häuser und ein bis zum Horizont reichender Friedhof zeugten von der düsteren Vergangenheit des Tals. Der Anblick des Dorfes muss täuschen. Lasst euch nicht beirren, sagte Mebe. Renner, sucht in der Umgebung nach irgendwelchen Lebenszeichen. Das markerschütternde Brüllen, das einen Moment später aus den Ruinen drang, bewies, dass Mewe zu Recht misstrauisch war. Nach ihrem Sieg schöpften die Siedler wieder neue Hoffnung. Hatten die erschlagenen Bestien etwa die früheren Kolonisten getötet? Vielleicht war der Fluch, der lange über dem Schwarzbachtal gehangen hatte, endlich gebrochen. Wir danken euch, Eure Majestät, sagte der Anführer der Siedler und nahm seine Tasche von der Schulter. Nun haben wir neue Hoffnung und eine Heimat. Die Zwerge hatten die Ärmel hochgerollt und wollten bereits mit der Reparatur der Häuser beginnen, als man einen Schrei hörte. Halt! Hier ist irgendwas. Irgendwas stinkt hier. Die Stimme kenne ich doch, dachte Mebe. Ja, sie gehörte Barnabas, dem geretteten Erfinder. Der Gnom hatte sich nach vorne gedrängelt, auf die Zehen gestellt, die Nase gerümpft und tief eingeatmet wie ein Spürhund. Alle Fragen ignorierend, hatte er sich dann am Ufer niedergelassen und eine Glasflasche mit Flusswasser gefüllt. Er hielt sie nun gegen das Sonnenlicht und tauchte die Zungenspitze sowie ein paar seltsame Papierstreifen hinein, die er aus den Tiefen seines geflickten Mantels gezogen hatte. Endlich stand Barnabas auf, klopfte sich den Hosenboden ab und meldete seinen Befund. Tja, wir wissen nun mit Gewissheit, woran die Siedler gestorben sind. Es waren keine Bestien, nein, die wurden erst von den frischen Gräbern angelockt. Es war das Wasser! Verdreht nur die Augen und wedelt mit den Fingern. Schaut mal zum Bach. Keine Fische. Alles vergiftet durch unterirdische Dämpfe. Die Zwerge räusperten sich und drucksten herum und murrten und waren kurz davor, das Tal endgültig aufzugeben. Da griff Barnabas in seine Tasche und zog ein eigens gebautes Gerät heraus, das er Wasserpurifizierer nannte. Einen Wasserreiniger. So seltsam das auch klingen mochte. Saugt das Wasser durch diesen Strohhalm und ihr könnt sorgenfrei trinken. So ritt Mewe aus dem Schwarzbachtal heraus und war zufrieden. Die Zwerge priesen ihre Kühnheit, Schleue und Weisheit, während Gabor dafür sorgte, dass dies auch an die fleischigen Ohren des Ältesten Hoog drang.
Die Gerüchte, die Gabor aufgeschnappt hatte, waren wahr. Späher fanden eine Höhle, vor der verrottete Baumstämme lagen. Ein Zeichen dafür, dass etwas sehr Schweres dort hineingerollt worden war. Zum Beispiel Kisten voller Gold. Es zeugten aber auch Pfotenabdrücke davon, dass sich irgendwelche Bestien in der Höhle eingenistet hatten. Zeit, sich zu entscheiden. Reingehen oder draußen bleiben, sagte Gascon und rieb sich die kalten Hände. Beeil dich, der Frost geht mir bis in die Knochen. Wir sind so weit geklettert. Es wäre dumm, jetzt mit leeren Händen umzukehren. Alle mir nach. Die Königin ging voraus, in der einen Hand ihr Schwert, in der anderen eine Fackel. Die flackernde Flamme warf lange Schatten im Inneren der Höhle. Und Mewe war sicher, dass sich gleich irgendein Schrecken auf sie stürzen würde. Sie sollte Recht behalten. Als die letzte Bestie gefallen war, begannen die Lyrier, nach dem Schatz zu suchen. Die Soldaten verteilten sich eilig in der ganzen Höhle und spähten in jeden Winkel. Endlich rief einer von ihnen aus. Ich hab ihn! Ich hab den Schatz! Genau hier! Schatz! Wie er funkelt! An einer Höhlenwand stand eine Reihe von stahlbeschlagenen Truhen. Mewe pustete den Staub von einer und hob mühsam den Deckel an. Sie hatte auf Gold und Juwelen gehofft. Oder zumindest Mahakama-Stahlbarren. Stattdessen sah sie tausende angelaufener Kupfermünzen mit einem Loch in der Mitte. Was ist das für ein Dreck? Irgendwelche Marken? Ja, so ist es. Wir nennen sie Lochgulden. Es ist die Währung von Mahakam. Wir werden darin ausbezahlt, kaufen damit Essen und Fusel. Und Waffen? Rüstung? Werkzeuge? Nein, das kriegen wir alles kostenlos, als Zuteilung. Der Clan versorgt uns damit. Ich bin ein Idiot. Ich habe euch hier ohne Grund hergebracht. Und diese Marken, die kann man gegen andere Münzen eintauschen, oder? Temerische Oren oder Novigrader Kronen? Ja, an sich schon. Aber das wäre nicht so schlau. Der Wechselkurs ist ziemlich am Mist. Die Ältesten wollen den Zwergen das Leben schwer machen und sie abschrecken, Mahakam zu verlassen. Bitte? Soll das heißen, dass gewöhnliche Zwerge kein Gold verwenden? Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, doch. Wofür brauchen sie Gold? Sie kriegen alles Wichtige vom Clan. Und was zu beißen und Fusel kriegen sie mit den Marken. Aber ihr handelt doch mit Menschen. Nehmt Gold für eure Waren. Die Münzen müssen doch einen Zweck haben. Wir horten alles in Schatzkammern. Ganz unten im Haufen liegen noch Dukaten aus der Zeit von der Dumpfbacke König Dagreat. Und ihr gebt sie nicht aus? Kauft nichts damit? Dann stimmt es also, dass ihr Gold zu sehr liebt, um euch davon zu trennen. Ihr hortet es wie Drachen, rein zum Vergnügen. Das ist Schwachsinn. Gold ist ein Metall wie jedes andere, nur gelb. Wir horten es aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsgründen? Ich kann dir nicht folgen. Das ist ganz einfach. Sobald die Menschen anfangen, uns für lästig zu halten, geben wir es aus. Alles auf einmal, ratzfatz. Angebotsüberschuss nennt man das. In ein paar Tagen wird Gold nicht mehr wert sein als Sägespäne. Und eure Banken und die Wirtschaft schauen dann blöd aus der Wäsche und sind erledigt. Sie brechen schneller ein als eine Mine mit verrotteten Stützbalken. Was schaut ihr mich so an? Mit Menschen als Nachbarn müssen wir verdammt nochmal wachsam sein. Wie Schafe unter Wölfen. Was mache ich also mit diesen Marken? Eintauschen. Selbst gegen einen Hungerlohn wäre es besser als nichts. Die Soldaten fordern ihren Sold. Ach, Blödsinn. Soldaten wollen was zwischen die Zähne und ihren Fusel. Münzen sind nur ein Mittel zum Zweck. Was schlägst du also vor? Wie gesagt, wir verwenden die Marken, um was zu essen und Mehl zu kaufen. Und mit dem Zeug in den Truhen könnt ihr ein Festmahl bezahlen, wie es Mahakam nicht erlebt hat, seit Bruwa Ältester wurde. Die Soldaten essen und trinken ihren Anteil, zechen munter und vergessen schnell ihren Sold. Und wenn ihr auch die Zwerge einladet, werden euch die Clans freundlicher gesonnen sein. Ach, was soll's. Hoheit,
Ich muss euch daran erinnern, dass ihr im Krieg mit Nilfgaard liegt und jeder Kopper in die Armee fließen sollte. Ich weiß. Aber man lebt nur einmal, Renard. Gabor, nimm die Marken und richte ein so rauschendes Fest aus, dass uns selbst Ebdai feiern hören wird. Da Mebes Armee in keine Schenke passte, wurde das Fest in einem Lagerhaus ausgerichtet. Reihen voller Kisten dienten als Tische und Bänke und die Fenster waren mit Frauenmantel und Bocksbart geschmückt. Große Fässer mit Met, Cognac und Wodka wurden hereingerollt und als die Soldaten das sahen, brachen sie in Jubel und Gelächter aus, das bis zum Morgengrauen anhalten sollte. Noch eine Runde, ihr liebenswerten lyrischen Bastarde! Denn er ist ein lustiger Kerl! Entschuldigung, lustiger Zwerg! Es gab genug zu essen und zu trinken für die Zwerge des Passes, die mit Mebes Männern ihre Krüge erhoben und bis tief in die Nacht sangen. Wie sie so Geschichten austauschten und Karten spielten, konnte man kaum glauben, dass sich in den Tälern, in Wäldern und Ebenen Menschen und Zwerge schon bei der kleinsten Beleidigung mit mordlüsternem Blick gegenseitig an die Kehlen sprangen. Als sie eine Mine passierten, bemerkte Mewe eine Gruppe von Bergleuten vor dem Schachteingang. Der Frost in ihren Bärten deutete darauf hin, dass sie dort bereits einige Zeit gestanden haben mussten. Die Königin rief Gabor und bat ihn, die Hintergründe dieses Streiks herauszufinden. Ein paar Minuten später kam er zurück und verkündete etwas höchst Seltsames. Sie warten, dass das Klopfen aufhört. Mewes Stirnrunzeln entlockte Gabor weitere Einzelheiten. Laut Gesetz dürfen Zwerge keine Mine betreten, in der es klopft. Wir müssen warten, bis der ganze Krawall wieder aufgehört hat. Aha, ja. Bei uns gibt es den gleichen Aberglauben, warf Renard ein. Es heißt, das Klopfen kommt von einem Schatzgnomen, einer Art Minengeist. Bei allem Respekt, eure Bergleute sind Idioten, sagte Gabor und klopfte Renard auf die Schulter. Klopfen deutet auf eine bevorstehende und abrupte Energieentladung in Felsformationen hin. Mit anderen Worten, ein Gebirgsschlag. Der ist normalerweise nach einem Tag oder zwei vorbei. Die Männer da warten aber schon seit 2 Wochen. Der Vorarbeiter wird langsam ungeduldig. Er will jemanden runterschicken und nachsehen lassen, was los ist, aber der Kodex verbietet sowas halt. Wenn ich so die Gunst deiner Brüder gewinnen kann, seufzte die Königin und stieg ab. Soll es so sein. Ich werde hinuntergehen und nachsehen. Der Schacht war zu eng für eine ganze Armee. Daher betraten nur Mewe und eine kleine Einheit die Mine. Mit Laternen in der Hand und im Herz bis zum Halse schlagend. Das rhythmische Klopfen ließ ein verzerrtes Echo im Herzen des Berges entstehen und war nervenaufreibend. Bald erreichte die Truppe die Stelle, die der Ursprung des Klopfens zu sein schien. Gabor legte ein Ohr an den Felsen und hörte schweigend einige Augenblicke lang zu. Und schlug dann mit aller Kraft gegen die Wand. Sie stürzte krachend ein und legte einen weiteren Gang frei. Und aus ihm sprangen zahllose Feinde. Beide Seiten waren überrascht und kämpften im schwachen Licht der Fackeln fast auf Händen und Knien. Am Ende ging die Königin siegreich hervor. Nachdem sie ihr Schwert weggesteckt hatte, stellte sie den neuen Gefangenen die Frage, die jedem auf den Lippen lag. Wer zum Teufel seid ihr? Die Gefangenen sahen sich ungläubig an, als stünden sie vor einem Gespenst. Endlich brachte jemand eine Antwort hervor. Hoheit, Wir sind eure Untertanen. Mewe erkannte den Akzent sofort. Die Männer kamen aus Revien. Aber was machten sie hier, so fern der Heimat? Der Gefangene berichtete, dass der Einfall der Nilfgaarder das Königreich in schreckliche Armut gestürzt hatte. Manche Bewohner waren in ihrer verzweifelten Suche nach Nahrung bis in die Berge von Mahakam gezogen und hatten begonnen, eigenständig Tunnel anzulegen, um nach Edelmetallen zu suchen.
ohne die Zwerge um Erlaubnis zu bitten. Ihr wisst selbst, wie es ist, Majestät, erklärte einer der Rivier. Sie bewachen eifersüchtig ihre Schätze, ganz egal, wie mies es anderen geht, sehen, dass wir da unten im Tal verhungern und rühren keinen Stummelfinger. Leider hatten sich die Rivier in die Nähe eines bestehenden Schachts vorgearbeitet. Als Gabor die Wand einschlug, waren sie überzeugt, von Monstern angegriffen zu werden und erhoben daher zur Verteidigung ihre Waffen. Mewe, das ist eine harte Nuss, sagte Gabor. Aber machen wir uns nichts vor. Das sind Diebe und wir müssen sie der Mahakam-Wache übergeben. Und die macht was? Sie zur Zwangsarbeit verurteilen oder gleich aufhängen? Fragte Renard mit ungewohnt harschem Tonfall. Es sind eure Untertanen, Hoheit. Sie begehrten den Besitz ihrer Nachbarn, das mag sein, aber nur, weil sie selbst nichts hatten. Der Vorarbeiter wollte, dass das Klopfen aufhört. So die Königin. Und das wird es. Und ihr? Kehrt heim nach Rivien. Verkündet, dass eure Königin bald zurück ist. Mit einer Armee. Die dankbaren Rivier packten schnell ihre Sachen und verließen die Berge. Mewe zweifelte nicht daran, dass Bruder Hoog von diesem Vorfall erfahren und ihre Entscheidung nicht gutheißen würde. Dennoch setzte sie sich lieber dem Zorn des Ältesten aus, als Untergebene in ein zwergisches Gefängnis zu schicken oder in ihren Tod. Mewe wandte sich um, als Hufschlag näher kam. Sie sah Renard in halsbrecherischem Tempo auf sich zureiten. Sein Pferd war erschöpft. Schlechte Nachrichten, Majestät. Offenkundig. Gute kommen nie mit solcher Dringlichkeit. Unsere Späher haben einen nilfgaardischen Boten aufgegriffen. Er reiste verkleidet und bei Nacht. Als ihm klar wurde, dass wir ihn hatten, versuchte er, die Briefe zu zerstören, die er bei sich trug. Aber einige konnten wir retten. Und, steht was Interessantes drin? Ich fürchte ja, Majestät. Hört euch das an. Das Angebot ist angenommen. Leite Mewe und ihre Streitmacht zum vereinbarten Ort. Wir warten auf sie. Die Belohnung erfolgt wie besprochen. Hel Kerser. Ein Verräter. Damit hätten wir rechnen sollen. Nilfgaard hat längst gezeigt, dass es nur seine eigenen Gesetze beherzigt. Da sie mich auf dem Feld nicht schlagen konnten, suchen sie jetzt nach anderen Möglichkeiten. Der Brief ist wohl nicht unterzeichnet. Nein, Majestät. Der Bote. Habt ihr ihn verhört? Natürlich, Majestät. Leider weiß er nicht, an wen der Brief geht. Er sollte ihn an einem bestimmten Ort hinterlegen. Ich nehme an, die Sache hat sich in der Armee schon herumgesprochen. Ja, Majestät. Es gab zu viele Zeugen, um sie geheim zu halten. Wir müssen also davon ausgehen, dass der Verräter auch davon weiß und nicht versuchen wird, den Brief abzuholen. Sackgasse. Gibt es sonst irgendwelche Hinweise? Ich fürchte nein, Majestät. Wir müssen wachsam sein und die Ereignisse beobachten. Und große Vorsicht bei neuen Bekanntschaften walten lassen. Na schön. Augen auf, Sinne geschärft. Vor allem deine, Renard. Natürlich, Herrin. Mewes Armee erreichte Davos Abgrund. Die Spuren des Festschmauses der Ungeheuer waren schnell gefunden. Blut- und Klauenspuren im Schnee, sauber abgenagte Knochen zwischen den Felsen. Gascon hob einen davon auf. Der ist hohl, sagte er. Das Knochenmark fehlt. Angesichts der grausigen Szenerie mimten Mewes Soldaten Gleichgültigkeit. Sie marschierten singend, ohne aus dem Tritt zu kommen. Aber Mewe hörte das leichte Zittern in ihren Stimmen und wusste, dass die Gesänge eher ein Pfeifen im Keller waren. Dann erscholl das Horn des Kommandanten, das Haltesignal. Die Königin sprengte nach vorne und stand vor einem riesigen, runden Loch im Boden. Es war so tief, dass der Grund nicht zu erkennen war. Mewe straffte die Zügel. Ihr Pferd durfte keinen Schritt nach vorne tun. Ist das ein Krater? Ein ausgetrockneter See? Das ist eine Tagebaumine,
erklärte Gabor. Wir haben hier Schätze ausgegraben. Diamanten. Bis wir auf die Bestien stießen, natürlich. Und jetzt? Da drüben hält ein Staudamm einen See zurück. Wenn wir den einreißen, läuft der Abgrund voll und mit ihm die Tunnel, aus denen die Monster kommen. Allerdings müssen wir da zuerst an der Mine vorbei. Mewe blinzelte in die Ferne. Ja, dort war ein Damm. Vor ihm wimmelte es nur so von Monstern. Die Soldaten sahen die Königin erwartungsvoll an, die Waffen bereit. Sie wusste, dass sie sich trotz ihrer Angst in die Schlacht stürzen würden. Gabor! Mewe rief über den tosenden Wind hinweg. Gibt es Barden in Mahakam? Natürlich, Majestät! Dann geben wir ihnen einen Grund, diesen Tag zu besingen. Mit Liedern von Tapferkeit und Heldenmut. Von Lyrien. Angriff! Damit gab sie dem Pferd die Sporen, hob ein Banner hoch über ihr Haupt und stürzte sich schnurstracks auf die Monster. Und wirklich, die Barden sangen kurz darauf von dieser Schlacht. Keine Klauen, keine Reißzähne konnten den Schildwall der Lyrier durchbrechen. Und keine Schuppen retteten die Monster vor den Pfeilen und Klingen der Lyrier. Lasst nicht nach! Zeigt den Bestien, dass sie Angst vor uns haben müssen! Rief die Königin. Schließlich suchten die Monster ihr Heil in der Flucht. Doch Mewes Armee ließ ihnen diese Möglichkeit nicht. Der Schildwall schob sie Davos Abgrund entgegen. Und ein Ungeheuer nach dem anderen verschwand schrecklich kreischend in der Tiefe. Schließlich trat Stille ein. Die Königin stand schwer atmend am Abgrund und lehnte sich auf ihr Schwert. Aus den Tiefen der Mine drang fernes Gegrolle und Geschrei. Fluten wir das verdammte Loch, zischte Gabor. Bevor die nächste Pest herausgekrochen kommt. Eine Flutwelle eisigen Wassers toste heran und stürzte in die Mine. Und wo einst Davos Abgrund lag, befindet sich heute Davos See. Mewe kehrte erschöpft und bespritzt mit Monsterblut, aber auch sehr zufrieden zum Pass zurück. Sie war der Unterstützung der Zwerge gegen Nilfgaard einen Schritt näher gekommen. Als die Lyrier einigen Abstand zwischen sich und das zerstörte Monsternest gebracht hatten, ließ Mewe das Lager aufschlagen und schickte den Quartiermeister um Speise und Trank. Die Soldaten entfachten Lagerfeuer und legten die Waffen weg. Bald erschallte muntere Musik mit Gesang. Majestät. Renard befand sich hinter Mewe. Ein Bote vom Ältesten. Die Königin sah, wie sich ein Zwerg in reich verziertem Wams und Chako mit goldenen Säumen näherte. Sie unterdrückte ihr Lachen, lächelte und hob in Erwartung von Lob und einer Hilfszusage gegen Nilfgaard stolz das Kinn. Herrin! Eure tollkühnen Taten sind dem Ältesten zu Ohren gekommen. Der Zwerg sprach gemessen. Er ist außer sich vor Zorn und verlangt eine Erklärung. Zorn? Aber wie denn das? Wir haben euch doch einen großen Dienst erwiesen. Ihr findet den Ältesten bei der Langbrücke. Es wäre weise, ihn nicht warten zu lassen. Damit war der Enthusiasmus der Königin verflogen. Sie wartete, bis die Feuer erloschen und die Gesänge erstorben waren. Dann gab sie den Marschbefehl. Mewe blickte zum Horizont und bemerkte plötzlich einen Schemen, der sich dunkel gegen die helle Schneedecke abhob. Er entpuppte sich als umgestürzte Turmruine, umgeben von den Überresten anderer Gebäude, kaum mehr als Steinblöcke aus Basalt, die aus dem Permafrost herausragten. Das sind die Ruinen des Widmar-Clans, rief Gabor, um den Wind zu übertönen. Sie waren reich und hatten hier ihren Sitz, bis die Erdbeben alles zermalmt haben. Hier haben früher Hunderte von Zwergen gelebt und jetzt keine lebendige Seele mehr. Oh, Hilfe! Rettet mich! Von wegen. Dort war ganz eindeutig jemand in den Ruinen und steckte offenbar in Schwierigkeiten. Mewe befahl ihren Leuten, die unglückliche Seele zu suchen. Kurz darauf kamen sie zurück mit einem zähneklappernden Zwerg.
Sie hatten ihn in einem eingestürzten Haus gefunden, wo er sich vor Ghulen versteckt hatte. Seinem Aussehen nach zu urteilen, musste er dort gut eine Woche verbracht haben. Man nennt mich Murko Widmar, sagte er und drückte sein ungekämmtes Haar platt, das in alle Richtungen abstand. Ich bin auf der Suche nach einem Familienerbstück. Es ging in den Beben und all dem Chaos verloren. Ich weiß, wo die Kammer ist, in der es liegt, aber, tja, die Bestien haben da ihr Nest. Ich kann sie nicht alleine vertreiben, aber tapfere Krieger wie ihr hauen die im Handumdrehen um. Also, wollt ihr mir helfen? Auch ich habe mein Heim verloren, sagte Mebe. Ich verstehe dich also nur zu gut. Ich will dir helfen, dein Erbstück zu holen. Mir ist gerade danach. Murko Widmars Gesicht hellte sich auf. Obwohl er eine Woche lang belagert worden war und von Zwieback gelebt hatte und trotz des Raureifs in seinem Bart, trottete er an der Spitze der Kolonne und führte die lyrischen Soldaten zur unterirdischen Kammer, wo, wie versprochen, die Bestien warteten. Sobald der Kampf gewonnen war, rannte Murko Widmar über den blutbesudelten, glitschigen Boden zu einer Kiste, die auf einem Sockel stand. Als der Zwerg den Deckel öffnete, klimperten kostbare Juwelen heraus. Dein Familienerbstück? Fragte die Königin etwas verdutzt. Ich hatte eher mit der alten Pfeife deines Großvaters gerechnet. Offenbar war Bruder Murko nicht ganz ehrlich mit uns. Das sind keine Erbstücke, keine Familienandenken. Das ist der Schatz des Widmar-Clans. Wir dachten, er wäre verschollen. Gezwungen, mit der Wahrheit herauszurücken, gestand Murko, dass ihn nicht die Sentimentalität geleitet hatte. Er hatte vorgehabt, Mahakam zu verlassen und ein neues Leben unter Menschen zu beginnen. Doch nicht ohne ansehnliches Vermögen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Die Tage sind alle gleich, jeder einzelne. Mit dem ersten Hahnenschrei aufstehen, in zweier Reihen zur Latrine, auf Befehl scheißen, 12 Stunden in den Schacht, dann nach Hause zum Schlafen, klagte Murko. Du willst eine Frau? Schreib einen Antrag in dreifacher Ausführung. Bartstutzen? Der Älteste muss es abnicken. Du willst Buttermilch, keine Sahne in die Pilzsuppe? Muss erst im Clanrat besprochen werden. Da wird man doch total bescheuert. Ich verstehe den Jungen. Da ist leider was dran, seufzte Gabor. Aber ich halte es für meine Pflicht, euch zu erinnern, dass was Murko hier macht, illegal ist. Wir haben bestimmte Gesetze. Eins ist, dass der Schatz dem Ältesten gehört, nicht Murko. Noch eins ist, dass jeder Zwerg, der Mahakam verlassen will, nur seine Hosen, Kochgeschirr und seinen Mantel mitnehmen darf. Kurzum, überlegt gut, bevor ihr euch entscheidet, eure Hoheit. Ich verstehe, Murko, sagte Mebe. Aber ich bin ein gekröntes Haupt und muss ablehnen. Im Interesse meines Landes muss ich meine Beziehungen zum Ältesten Hoog sorgfältig pflegen. Und wenn ich dir helfe, könnte ihnen das erheblich schaden. Ich werde ihm den Schatz bringen. Ich muss. Und du bist frei zu tun, was du willst. Murko Widmar fluchte leise. Dann drängelte er sich durch die lyrische Infanterie und machte sich auf in die Berge, ins Land der Menschen. Alle eingefroren. Nur das Banner weht noch im Wind. Oh, wie poetisch. Bester Stoff für eine Ballade oder vielleicht eine ganze Saga. Die Illyrier ritten auf einem schmalen, gewundenen Pfad den steinigen Grat entlang. Auf der einen Seite eisbedeckte Felsen, auf der anderen eine gähnende Schlucht. Hier könnte wenigstens eine Absperrung sein, klagte Gascon und klopfte sich Schnee vom Hut. Die ist in Planung, sagte Gabor. Wir müssen uns nur noch auf die Höhe einigen. Was? Naja, soll sie so hoch wie ein normaler Zwerg sein oder wie ein Mensch? Da wird schon seit 20 Jahren drüber gestritten. Auf der einen Seite... Gabor beendete seinen Exkurs nicht. Er wurde von einem Babegasi unterbrochen, der von den Felsen sprang. Bogenschützen, Feuer!
Schieß auf den Bauch! Mewes Soldaten machten kurzen Prozess mit dem einsamen Monster. Aber der Kampflärm scheuchte die Pferde an einem ihrer Wagen auf. Ho! Ruhig! Ho! Verdammt! Der Kutscher versuchte, die Tiere zu zügeln, aber zwecklos. Sie zerrten ihn in die Schlucht, gemeinsam mit dem Wagen und den darauf sitzenden Soldaten. Sie landeten viele Meter tiefer auf einem Felsvorsprung. Und sofort wimmelte es überall von Barbegasis. Hast du gesehen, wie es ihnen geht? Lebt noch wer? Fragte Mewe und beugte sich über die Kante. Du solltest mehr an die Fracht denken, erwiderte Gascon. Sie hatten auch Goldtruhen geladen. Verdammt. Wir kommen da nicht runter. Zu steil und der ganze Schnee. Wir können eine Kette nach unten bilden. Aber ohne Rüstung, Schilde oder schwere Waffen. Und die Barbegasis? Fragte die Königin skeptisch. Mit unseren Dolchen kommen wir nicht durch ihre Panzer. Wir müssen es versuchen. Oder weiterziehen. Man lebt nur einmal. Seufzte Mewe. Gascon, trommle Freiwillige zusammen und dann los. Kurz darauf ließ sich die Königin höchstpersönlich nur in ihrem wollenen Hemd über die Kante gleiten und direkt auf den gähnenden Schlund eines Barbegasi zu. Ohne Schild und Schwert durfte Mewe keinen einzigen Treffer einstecken. Sie tänzelte flink über den eisigen Schnee, um den blitzschnellen Angriffen der Barbegasis auszuweichen und konnte selbst einige gute Angriffe anbringen. Auf Augen, Ohren und aufgerissene Kiefer. Als das letzte Monster leblos zu Boden fiel, lief Mewe zu dem zerschmetterten Wagen. Die Soldaten waren zerschrammt und durchgefroren, aber am Leben. Hoheit, ihr habt uns nicht zurückgelassen? Ein guter Herrscher lässt keinen zurück. Auch nicht das Gold. Warf Gascon ein und band ein Seil um eine der Truhen herum. Bald waren alle wieder sicher zurück auf dem Pfad. Alleine die Bewunderung in den Augen ihrer Soldaten nach diesem schwierigen Kampf war Mewe Belohnung genug. Mewe bot sich ein trauriger Anblick, ein Massengrab für Bergleute, die durch eine Verkettung unglücklicher Umstände gestorben waren. Ihre Bleisärge lagen auf dem Schnee und auf ihnen Hopfenzapfen. Die Trauernden warteten, bis die Gräber fertig waren, und der gefrorene Boden machte das Graben schwer. Unter dem Knirschen und Klopfen der Hacken und Schaufeln stieg der Vorarbeiter auf einen Stein, um eine Rede zu halten. Wütende Rufe und lautes Buhen hinderten ihn daran. Du hast es gewusst! Sie haben Dämpfe gerochen, aber sie mussten weitergraben, bis alles in die Luft geflogen ist. Um jeden Preis das Tagessoll erfüllen, was? Du hast Blut an den Händen, du Bastard! Ein Trauergast hob einen gefrorenen Erdbrocken auf und warf ihn nach dem Vorarbeiter. Blut spritzte aus einer Platzwunde auf seiner Stirn. Dem ersten Brocken folgte ein zweiter, dann ein Stein, dann ein Ziegel. Mewe erkannte, dass der Vorarbeiter zu Tode gesteinigt würde, wenn sie nicht eingriffe. Etwas musste passieren, und zwar schnell. So viel war Mewe klar. Sie trieb ihr Pferd an und ritt auf den Friedhof, drängte sich durch die Zwerge und hielt vor dem Vorarbeiter an, um ihn mit ihrem Pferd vor weiteren Treffern abzuschirmen. Beruhigt euch! Ruhe! Seine Schuld kann nicht hier entschieden werden, Sie! Bevor Mewe aussprechen konnte, traf sie ein schwerer Stein an der Brust und warf sie fast aus dem Sattel. Ihre lyrische Eskorte senkte die Speere, zog die Schwerter und stürzte sich auf die wütenden Trauernden. Genau, Kroen! Ispel schrie auf. Aus ihren Händen strahlte ein grelles Licht, das Zwerge und Lyrier gleichermaßen blendete. Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Hattet ihr nicht schon Unglück genug? Senkt die Waffen! Sofort! Was war stärker? Die Macht von Ispels Magie oder die Kraft ihrer Bitte? Es ist schwer zu sagen. Fest steht nur, dass beide Seiten plötzlich jeglichen Wunsch zu kämpfen verloren hatten. Mewe atmete erleichtert auf, denn sie wusste, dass ohne Ispels Eingreifen auf diesem Friedhof
viel Blut vergossen worden wäre. Die Lyrier erklommen den höchsten Pass des Mahakam-Gebirgszuges. Der Schnee knirschte unter ihren Stiefeln, die kalte Luft stach in den Lungen und der Wind riss an ihren Umhängen. Mebe wandte sich schweißgebadet an Rinna. Dort bei den Felsen werden wir... Der Rest ihrer Worte ging in einem gewaltigen Donnern unter. Der ganze Berg rumpelte mit einem tiefen, vibrierenden Grollen. Es wurde lauter und hallte ohrenbetäubend von den Felsen wider. Die Lyrier blickten sich orientierungslos um. Nur wenige hörten Gabors Warnung. Steht da nicht herum! Hinter einen Felsen! Schnell! Schnell! Mewe folgte dem Blick des Zwergen und schrie entsetzt auf. Die Schneedecke hatte sich gelöst und toste nun in einem Nebel aus eisigem Staub den Hang hinunter. Bevor sie reagieren konnte, stieß sie die weiße Flut auf die Knie, schlug über ihr zusammen und drückte sie zu Boden. Danach spürte sie nur noch allumfassende Kälte und Angst. Mewe überlebte. Die Zwerge, die den Lyriern zu Hilfe kamen, gruben sie gerade noch rechtzeitig aus. Manche Soldaten hatten nicht so viel Glück. Die Königin sah zu den blaugefrorenen Leichen. Neben ihnen lagen tote Pferde, zerschmetterte Wagen. Die Verluste waren gewaltig. Mewe brannten die Tränen auf ihrer eiskalten Haut. Gabor sprach eine Weile mit dem Anführer der Mahakam-Wache, die sie gerettet hatte. Seine Miene war finster. Na? Und? Was hat er gesagt? Erzähl ich noch. Erst braucht ihr was Warmes zu trinken und zu beißen. Nein, Gabor, ich muss wissen, was zur Hölle hier passiert ist. Tja, das war eine Lawine. Natürlich war das eine Lawine. Aber was hat sie ausgelöst? Was war das für ein Lärm? Signalhörner. Unsere. Also habt ihr uns im Schnee begraben, Zwerge? Ja, aber nicht absichtlich. Sag schon, schnell! Also, wir räumen unsere Berge regelmäßig, so wie Menschen Schnee vom Dach schaufeln. Sonst kracht uns das ganze Zeug irgendwann auf den Kopf. Wenn der Schnee tief genug ist, lösen wir kontrolliert Lawinen aus. Dann müssen wir nur noch ein bisschen aufwischen und die Straße ist wieder sicher. Schön und gut, aber warum wolltet ihr gerade dann aufräumen, als ich hier vorbeikam? Fragte ich mich auch. Laut Plan steht das eigentlich erst nächste Woche an. Aber jemand wollte den Berg früher geräumt haben. Wer? Sag ich euch. Aber erst müsst ihr versprechen. Wer? Owain Ebb Clanvok, der Gesandte Nilfgaards. Wahrscheinlich als Rache für den Angriff auf ihre Karawane. Dieser Bastard! Renard! Renard! Wartet! Ich verstehe, dass ihr wütend seid. Zu Recht. Aber ihr werdet Owain nichts nachweisen können. Der Fuchs hat sich nicht selbst die Pfoten schmutzig gemacht. Das ist mir egal. Ich finde ihn und bringe ihn um. Und dann? Was wollt ihr dann Bruwa erzählen? Mewe, ihr seid zu Recht sauer. Aber ich bitte euch, lasst es dabei bewenden. Sonst werdet ihr Mahakam mit leeren Händen verlassen. Augenblicke später meldeten Späher, dass Owain nördlich der Unfallstelle lagerte. Mewe musste sich entscheiden, wie viel sie riskieren wollte, um sich am kaiserlichen Gesandten zu rächen. Dort, Herrin, flüsterte einer der Späher. Links vom Weg. Mewe blinzelte. Die Nilfgaarder hatten unter einem Felsvorsprung Schutz vor dem fallenden Schnee gesucht. Aus ihrem Lager wehte der Geruch von gebratenem Fleisch und es war Gelächter zu hören. Die schwarz gekleideten Soldaten hatten allen Grund zum Feiern. Sie hatten Mewes Kompanie dezimiert, ohne auch nur die Waffen zu ziehen. Mewes Blick fiel auf etwas anderes.
einen Metallbehälter, in den die Nilfgaarder ihre abgenagten Knochen warfen. Er sah seltsam vertraut aus. Einen Moment später erkannte die Königin, dass es ein umgedrehter lyrischer Helm war, der aus dem eisigen Grab eines ihrer Männer stammen musste. Dieses Pack, zischte Mewe. Ich lass sie bluten. Mewe, zum letzten Mal, reißt euch zusammen, flüsterte Gabor. Ihr wollt Rache, das verstehe ich. Aber denkt an den Preis. Bruva wird euch niemals verzeihen, wenn ihr Owain auch nur ein Haar krümmt. Und ihr werdet jegliche Hilfe vergessen können. Es herrschte Schweigen, das schließlich einer der Späher brach. Herren, euer Befehl? Greifen wir an. Auf mein Signal. Die Königin trat hinter den Felsen hervor, legte die Hände an den Mund und schrie: Owain! Owain Erklenwok! Das Gelächter im Lager der Nilfgaarder erstarb. Kurz darauf erschien ein verschwenderisch gekleideter Mann vor den Wagen. Er wischte sich Soße von den Lippen und verneigte sich in einer übertriebenen Verbeugung. Königin, mein Beileid. Diese Lawine, tja, welch unerfreuliche Wendung. Die Berge können wirklich unberechenbar sein, sagte Mewe achselzuckend. Es kann jederzeit Unfälle geben. Ach ja? Mhm. Selbst jetzt. Mewe stürzte sich auf den Gesandten, packte ihn am Hals und stieß ihn mit aller Macht gegen einen Felsen. Der Kopf des Nilfgaarders krachte gegen den Stein und sein Schädel brach mit einem widerlichen Knirschen. Er fiel zu Boden und krümmte sich in letzten Zuckungen. Angriff! Brüllte Mewe. Keine Gefangenen! Mewe hatte kein Erbarmen mit den Nilfgaardern in Owain ap Glenwocks Lager. Alle teilten das Schicksal ihres Anführers. Und die Zwerge? Wie erwartet waren sie entrüstet über Mewes offenen Angriff auf den Gesandten Nilfgaards. Rovahog rief sofort den Rat der Clanältesten zusammen. Sie debattierten lange, wie mit den Lyriern zu verfahren sei. Die Ältesten waren aufgebracht, dass die Königin erneut ihre Neutralität missachtet hatte, und verhängten eine Geldstrafe. Sie drohten ihr, dass sie beim nächsten Vorfall dieser Art lebenslang aus dem Königreich der Zwerge verbannt werden würde. Als sie an der Bergbausiedlung von Kohlenstock vorbeikamen, hörte Mewe Kampfgeräusche. Hey-ho! Auf ins Gefecht, Jungs! Die Königin rechnete mit Monstern, die über Zwerge herfielen, und galoppierte zu ihrer Rettung. Ihr Zopf wehte wie ein Banner im Wind und führte ihre Männer zum Angriff. Die Zwerge, die sie sah, kämpften jedoch nicht mit Glumaren und Babegasis. Nein, sie stürmten aufeinander los. Zum Glück waren noch keine Waffen gezogen worden. Da die Zwerge aber Hände wie Brotlaibe hatten, musste dies nicht unbedingt bedeuten, dass es keine Toten geben würde. Hey, Brüder! Brüllte Gabor Zigrin. Was soll der Blödsinn? Beruhigt euch! Verflucht doch mal! Gabors Eingreifen erwies sich als erfolgreich und die Zwerge kehrten zu gegenseitigem Anschreien zurück. Mewe waren derbe Sprüche zwar nicht fremd, bei den Flüchen der Zwerge wurde aber selbst sie purpurrot. Aus den ausgetauschten Unflätigkeiten schloss Mewe, dass es bei diesem Streit um die Höhe eines Bergs ging, oder besser gesagt seiner zwei Gipfel. Einer davon erhob sich aus dem Gebiet der Dalbergs, während der andere im Gebiet der Hoogs zu finden war. Beide Familien glaubten, ihr Gipfel sei der höhere und bezichtigten sich gegenseitig des Messbetrugs. Majestät, begann Gabor nervös seinen Schnurrbart kauend. Sie wollen wissen, ob ihr als unparteiischer und gerechter Gast dieses dämliche Gekabbel nicht ein für alle Mal beenden wollt. Mewe wusste, dass diese Art von uraltem Gezanke leicht in Blutvergießen enden konnte. Daher entschloss sie sich zu helfen. Vertreter beider Clans gaben ihr ein seltsames Gerät, mit dem sie die Höhe messen sollte. Die Königin musste nur noch ihren Mantel zuknöpfen
und die Zwillingsgipfel besteigen. Als sie mit ihrer Truppe auf halber Strecke zum ersten Gipfel war, hörte sie ein langes und so lautes Brüllen, dass sich Schneebretter lösten und bergab rutschten. Ohne auf ihre Späher zu warten, zog Mewe ihr Schwert. Die Lyrier konnten die Monster zurückschlagen und erreichten beide Gipfel. Auf jedem befahl Mewe, Messungen vorzunehmen. Während sie wartete, bewunderte sie den atemberaubenden Anblick des Mahakam-Massivs. Das Gerät der Zwerge ließ keinen Zweifel. Der Gipfel im Gebiet der Dalbergs war einen halben Meter höher als der der Hoogs. Gabor nahm das Ergebnis sichtlich ungehalten auf. Verdammt sollen sie sein. Ich hatte gehofft, beweisen zu können, dass Bruvas Clan recht hat. Hätte den Dalbergs gerne einen Dämpfer verpasst. Und Bruva wäre dann vielleicht gewillter gewesen, euch zu helfen. Der Zwerg war frustriert. Kurz darauf fügte er jedoch hinzu. Allerdings habt nur ihr gesehen, was das Gerät gezeigt hat, Majestät. Vielleicht könnt ihr das Ergebnis ein wenig korrigieren. Wie niederträchtig und infam, rief Eik protestierend. Ein Ritter würde seine Ehre nie mit dieser Lüge beflecken. Lügen wäre einfach, in der Tat, sagte Mewe. Aber es zu vergessen, so viel schwieriger. Nein, Gabor, ich werde die Wahrheit sagen. Der Tonfall der Königin machte klar, dass es nichts zu diskutieren gab. Gabor ließ die Sache ruhen und Mewes Armee begann, den Berg hinabzusteigen. Die Zwerge beider Clans warteten mit Spannung auf die Rückkehr und den Bericht der Expedition. Sobald Mewe das Ergebnis verkündet hatte, rollten die Dalbergs Bierfässer auf den Platz und begannen zu feiern. Natürlich waren die Hoogs enttäuscht, erkannten Mewes Ergebnis aber an, da sie doch entschieden hatten, ihr zu vertrauen. Als Mewe die Langbrücke erreichte, ließ sie sich vom Trompeter ankündigen und zog sich dann ins Zelt zurück, um sich zu erfrischen. Gascon wartete dort bereits auf sie. Ich kann mich nicht erinnern, dich gerufen zu haben. In diesem Fall kann ich dich beruhigen, dein Gedächtnis ist in Ordnung. Ich bin ganz spontan hier, auf einen Plausch. Dann schlage ich vor, dass du ganz spontan gehst. Ich muss mich umziehen. Ich will nicht nach Pferdeschweiß riechen, wenn ich zum Ältesten gehe. Ich bezweifle, dass ihn das scheren würde. Ich weiß, wovon ich rede. Als wir uns zuletzt trafen, stand ich in Windrichtung. Was für ein aromatisches Erlebnis. Meine Geduld ist am Ende, Gascon. Nenn dein Anliegen, sonst lasse ich dich von den Wachen entfernen. Puh, nicht ein Hauch von Humor. Da ist etwas, das du wissen solltest. Und zwar, bevor du dich mit Bruva triffst. Mir ist in den Monsternestern etwas aufgefallen. Etwas Seltsames. Weißt du was? Nein. Die monumentale Zwergenarchitektur vielleicht? Knochen, liebe Mewe. Zwergenknochen. Warte, was ich darauf gesehen habe. Bissspuren vielleicht? Natürlich. Schließlich wurden sie von Monstern abgenagt. So waren die anderen Spuren sogar deutlicher zu erkennen. Die von Äxten und Schwertern. Um sicher zu gehen, habe ich die Knochen unseren Heilern gezeigt. Die haben meinen Schluss bestätigt. Und das heißt, dass der gesamte Fuchs-Clan nicht an einer Invasion von Bestien aus der Tiefe gestorben ist. Die Monster haben lediglich Aas vertilgt und sich ein Nest gebaut. Das habe ich Gabor mitgeteilt. Und der verfiel zu meiner Überraschung in Panik, wand sich und brabbelte Unsinn. Ich wette, er verheimlicht etwas. Mist. Er war ohnehin übereifrig, uns zu helfen. Das hätte mich stutzig machen sollen. Ich lasse ihn sofort rufen. Und dir danke ich, Gascon. Das vergesse ich dir nicht.
Kurz darauf stand Gabor vor der Königin. Zuerst antwortete er ausweichend, aber ihre Fragen zerrissen seine fadenscheinigen Ausreden in der Luft. Und schließlich musste er nachgeben. Wie König Desmond nach einem Schiss in die Hose sagte, das können wir nicht unter den Teppich kehren. Glaub ja nicht, dass ich zu Scherzen aufgelegt bin. Am liebsten würde ich den Henker rufen. Tja, ich habe euch genasführt. Auf Befehl unserer Clanältesten. Ihr solltet Boros Rumpf und Davors Abgrund so gründlich zerstören, dass keine Spuren mehr bleiben. Warum? Was wollten sie verstecken? Dort lebten die Fuchsens, unsere Todfeinde. Sie waren uns schon lange ein Dorn im Auge. Respektlos und diebisch wie die Elstern. Den Ältesten hat das aber nie gekümmert. Daher, unser Clan hat das Unverzeihliche getan. Die Zigrin-Ältesten sahen ihre Gelegenheit und nutzten sie. Götter, ihr seid also verantwortlich für den Tod all dieser Zwerge? Ich? Nicht doch. Ich habe sogar versucht, sie aufzuhalten. Es gab keine Zeugen. Ihr müsst also den gesamten Clan ermordet haben. Wie? Wollt ihr wirklich? Und ob. Und du wirst mir Rede und Antwort stehen und nichts auslassen. Vor ein paar Jahren gab es einen schrecklichen Winter. Frost zum Felsenbrechen, Schneestürme, Lawinen. Reisen war nur eine schmerzhafte Art, sich umzubringen. Der Hunger hat die Monster rausgelockt. Der Pass war voll von ihnen und sie kamen bis vor die Mauern. Die Fuchsens kämpften hart und blutig, um sie aus Davors Abgrund zu vertreiben. Sie verloren fast alle ihre Kämpfer dabei. Die Überlebenden überwinterten in Boros Rumpf. Unsere Ältesten sahen eine einmalige Gelegenheit gekommen. Sie töteten die paar Wachposten, verbarrikadierten die Tore und zündeten das Dorf an. Wer drin war, hatte keine Chance. Bastarde! Wie in aller Welt ist das unentdeckt geblieben? Unsere Zwerge haben danach einfach die Tore geöffnet. Im Handumdrehen waren die Monster da. Der Gestank des toten Fleisches war stark genug. Die Zigrins, die mitgemacht hatten, waren nicht mehr dieselben. Hättet ihr ihre Blicke gesehen, als sie uns stillschweigend schwören ließen? Und dann? Habt ihr den Nonsens von den Monstern verbreitet, aufgestöbert von den Fuchsens, die zu tiefe Minen gegraben haben. Überzeugend. Und auch noch mit Moral. Ja, aber die Ältesten fürchteten trotzdem, dass Bruva etwas ahnt. Darum solltet ihr die Beweise endgültig zerstören. Ekelhaft. Du hast nicht mitgemacht, sagst du. Aber du hast das Massaker auch nicht verhindert. Wie denn bitte? Die Ältesten hatten entschieden. Wer hätte mir denn zugehört? Du hättest den Ältesten informieren können. Der hätte die Schuldigen bestraft. Die Schuldigen? Ihr kennt Bruva nicht. Er hätte den gesamten Clan bestraft. Auch Frauen und Kinder. Maeve, Königin, ich flehe euch an. Er darf nichts davon erfahren. Ja, mir treibt es auch die Galle hoch bei dieser Tat. Aber noch mehr Leid und Tod ändern nichts an ihr. Nachdem du mich belogen hast, stellst du noch Forderungen? Ihr sollt wissen, was auf dem Spiel steht. Und dann eure eigene Entscheidung treffen. Ich muss darüber nachdenken. Bis dahin, Gascon, Gabor bleibt vorerst unser Gast. Natürlich. Ich sage Bescheid, wenn er auch nur nach einem Fluchtweg schaut. Bruva stand wie eine Statue bei der Brücke. Arme verschränkt, Augen zusammengekniffen. Maeve seufzte. Das würde wohl kaum ein angenehmer Schwatz werden. Ältester, Herr. Hat sich was mit Herren und Majestäten, beschissene Menschen, was immer sie auch anfassen, versauen sie es gleich. Du glaubst, dich mit Ruhm bekleckert zu haben, was? Monsterschlechterin und Zwergenpatronin. Was glaubst du denn,
warum ich die Bestie nicht selbst erledigt habe, hä? Los, sag es mir! Weil ich es nicht wollte! Irgendwas stank zum Himmel! Ich wollte keine Beweise zerstören, bevor ich nicht wusste, wer der wahre Übeltäter war. Du hast es all die Jahre absichtlich nicht getan, obwohl deine Leute starben? Ich brauche keine Lektion von dir. Der Gerechtigkeit ist Genüge zu tun um jeden Preis. Ich war so dicht dran. Und nun ist alles für die Katz. Du hast Davos Abgrund geflutet, Boros Rumpf hochgejagt. Und ich werde nie erfahren, wer die Fuchsens umgebracht hat. Nie! Da wäre ich nicht so sicher. Teufel, was meinst du? Dass du nie die Wahrheit wissen wirst. Ich habe sie nämlich gerade erst erfahren. Die Tigrins haben die Fuchsens umgebracht. Die Tigrins? Aber Moment, das würde manches erklären. Oh, diese Schlangen, Banditen, denen werde ich zeigen. Na gut, du hast mehr im hübschen Köpfchen, als ich dachte. Aber bilde dir bloß nicht ein, dass wir deswegen jetzt Brüderschaft trinken. Wenn du unsere Hilfe willst, musst du unsere Fragen beantworten. Meine Fragen. Zahlreiche, schwierige Fragen. Also fang nicht jetzt schon an zu lächeln. Würde ich niemals wagen. Gut. Also, Zeit zum Aufbruch. Bruva schlug ein strammes Tempo an und schenkte weder Mewe noch sonst wem Beachtung. Seine Wachen eilten ihm nach. Dann kam die lyrische Armee. Am Ende folgte Gabor Tsigrin, gefesselt. Die Zwerge sind ungeheuer erfinderisch auf allen möglichen Gebieten. Metallurgie, Konstruktion, Architektur. Aber bei der Namensgebung fallen sie aus der Rolle. Darum heißt die Brücke, die den Mahakamer Pass mit dem Karbonberg verbindet, schlicht Langbrücke. Mewe fand den Namen durchaus passend. In der Mitte dieser aufgehängten Straße, die über einen gähnenden Abgrund führte, sah die Königin weder das eine noch das andere Ende der Brücke. Sie schien jeweils in den Wolken zu enden. Stupend, flüsterte sie. Als würde man durch den Himmel ziehen. Königin und Gefolge hatten den Karbonberg fast erreicht. Da ertönte ein Schrei. Es war Xavier. Halt! Halt! Mewe hielt abrupt ihr Pferd an, sodass es wieherte und stieg. Aus der erhöhten Position sah sie, dass der letzte Brückenpfeiler soeben einstürzte. Die Zwerge, die die Prozession anführten, konnten nicht rechtzeitig anhalten und stürzten schreiend in die Tiefe. Was soll das denn, verflucht? Brüllte Bruva. Holt sofort die Ingenieure! Die Königin beruhigte eben ihr aufgescheuchtes Pferd. Da zischte etwas an ihrem Ohr vorbei. Aus dem Nichts war hinter dem Gefolge eine Bande Skoyatel aufgetaucht. Bevor sie reagieren konnten, lagen die Wachen am Ende der Reihe mit Pfeilen gespickt auf der steinernen Brücke. Espen Rena! Mewe saß in der Falle. Vor ihr lag der Abgrund. Hinter ihr näherte sich ein brutaler Feind. Es blieb ihr nur der Kampf. Mit vereinten Kräften gelang es Lyriern und Zwergen, die Skoyatel zu besiegen. Die Partisanen hatten den letzten Pfeiler manipuliert und so aus der Brücke eine tödliche Falle gemacht. Wäre Xavier der geschwächte Pfeiler nicht im letzten Moment aufgefallen, sie wären samt und sonders abgestürzt. Die Lyrier nahmen die Anführerin des Kommandos gefangen. Sie stand mit erhobenem Haupt da und wandte den Blick nicht ab, als die Königin sie anfunkelte. Wie heißt du, Elfin? Aber et me et asedoine. Sie sagt. Danke, Rena. Ich weiß genau, was sie gesagt hat. Leck mich am Arsch. Mehr hast du nicht drauf? Ich zeige dir gerne, was ich drauf habe. Sag denen, sie sollen mich losbinden. Du hattest eine Gelegenheit im Kampf. Du willst mir also nicht sagen, wie man dich nennt? Auch gut. Ich will auch lieber wissen, wieso ihr hier seid. Wer euch geschickt hat. Niemand. Es war meine Entscheidung.
Rache für Eldain. Weißt du noch? Den Elfen, den du nicht begraben hast. Den du einfach hast verrotten lassen. Du hast Elfenblut an den Händen. Das Blut der Elfen vom Moderwald. Eldain war ein Verbrecher. Er hatte es so verdient. Ihn nennst du ein Verbrecher? Wie nennst du die, die unseresgleichen bei Pogrom ermorden? Wie nennst du die schwarze Reiler, die an deiner Seite gekämpft hat? Wage es ja nicht, uns zu vergleichen. Ich habe genug gehört. Aber ich nicht! Bist du dumm, Elfin? Wenn du gegen Menschen kämpfen willst, nur zu! Idioten kann man nicht zur Vernunft bringen, aber nicht hier, verdammt! Mahakam ist und bleibt neutral. Neutral. Für die Däune ist man entweder ihr Feind oder ihr Hund. Mahakam hat sich lange genug rausgehalten. Darum haben wir hier zugeschlagen. Als Schlachtruf an unsere Brüder, die du, Ältester, viel zu lange von der Welt ferngehalten hast. Ja, das habe ich. Und mit vollem Recht, verdammt. Ihr wollt Krieg spielen, Scheißkerle? Ihr wollt den Ponta zwingen, andersrum zu fließen? Bitte geht töten und sterben, wenn ihr das so toll findet. Aber lasst in drei Teufelsnamen uns zufrieden. Bah, ich sollte dich töten, eigenhändig. Dir die Kehle aufschlitzen und dich von deinem Leid erlösen. Das willst du doch, wie? Einen idiotischen Tod sterben. Aber den gewähre ich dir nicht. Ich sperre dich ein. Und wenn du 300 Jahre gesessen hast, bist du vielleicht endlich schlauer. Bruva Hoog blickte der Elfin nach, als sie abgeführt wurde. Mewë erwartete seinen Zorn und seine Flüche. Doch der Zwerg stand stumm. In seinen alten Augen, halb verborgen vom braunen Gestrüpp, lag kein Zorn, sondern tiefe Traurigkeit. Die Zwergeningenieure hatten die eingestürzte Brücke rasch wieder repariert. Seht, der Karbonberg. Verdammt. Und ich fand Novigrad schon groß. Die Lyrier betraten das Innere des Karbonbergs. Mewë sah sich beim Reiten um und bewunderte die atemberaubend geschmückten Wände, die riesigen Flachreliefs im Basalt. Aber dies war keine Besichtigungstour. Bruva Hoog hatte sie zum Gespräch bestellt. Danke für die Einladung, Ältester. Einladung? Du hast dich aufgedrängt, Mädel. Ich bin schon so alt und habe doch noch nie ein so stures Weib gesehen. Bei allem Respekt, was Sturheit angeht, schilt hier nicht vielleicht der Kessel den Ofentopf? Kann schon sein, dass ich meine Meinung selten ändere. Aber es kommt vor. Menschen interessieren mich nicht die Bohne. Es gibt sie wie Sand am Meer. Kein Jahr vergeht, ohne dass wieder irgendein blöder König dem anderen das Reich klaut. Räudige Hunde sind entspannter. Darum wollte ich dich heute Morgen noch mit leeren Händen wegschicken. Clans hin, Clans her. Rivien, Schmivien, wen schert's einen feuchten Furz? Aber dann hat ja diese beknackte Kuh mit ihren Jüngelchen angegriffen. Nilfgaard unterstützt die Skojatel. Das ist allgemein bekannt. Es benutzt sie. Tja, das kann ich auch. Ich benutze Königin Mewë. Nun, inwiefern willst du mich benutzen? Hast du einen Plan? Ja. Nach bester Zwergenart. Einfach, aber raffiniert. Ich will Nilfgaard eine Warnung verpassen, klar? Wenn sie meine Zwerge aufhetzen und zu den Skojatel treiben, sollen sie es bereuen. Aber den Krieg will ich ihnen damit nicht gleich erklären. Soweit verstanden? Wenn du Mahakam verlässt, wirst du eine Abordnung unserer Infanteristen vor den Tor finden. Offiziell Freiwillige, die gegen meinen Willen mit dir ziehen. Und beim nächsten Kampf gegen Nilfgaard stellst du sie in die Frontreihe.
sollen sich die Schwarzkittel die Zähne an ihren Schilden ausbeißen und ihre Äxte kennenlernen. Dann überlegen sie sich zweimal, ob sie noch mehr Skoyatel in diese Gegend schicken. Danke, Ältester. Das gibt mir Hoffnung, meine Heimat einst wiederzubekommen. Glaube kann Berge versetzen, Grenzen aber nicht. Ich habe dich beobachtet. Ich gebe zu, du bist ein tapferes Weib. Aber reicht das gegen Nilfgaard? Ich weiß nicht. Wir werden es bald erfahren. Ich will sofort aufbrechen, wenn du also erlaubst. Nein, tue ich nicht. Sofort? Was soll das heißen? Unsere Regeln sind klar. Gäste werden mit einem rauschenden Fest verabschiedet. Sogar Mensch. Brova blieb stur, so wie es seine Art war. Die Königin nahm die Einladung also an. Allerdings, wie es ihre Art war, unter einer Bedingung. Das Fest sollte einen Abend dauern und keine traditionelle Woche. Beim Fest waren alle Clans vertreten, mit Ausnahme der Zigrins, versteht sich. Die hatten ihre Strafe schon erfahren. Der gesamte Clan wurde aus Mahakam verbannt. Eine Ausnahme gab es nur für Gabor, der noch am selben Tag enthauptet wurde. Als die Sonne hinter den Bergen verschwand, erklangen in der Stadt im Berg Hörner, Trompeten und Dudelsäcke. Die Zwerge kamen auf dem Hauptplatz zusammen und tanzten so ausgelassen, dass die Funken stoben. Sogar der sonst so unleidliche Älteste erwies sich an diesem Abend als freundlicher Gastgeber. Trinken wir! Nicht, dass uns die Kehle verdorrt! Da traf plötzlich ein Bote ein. Brova hob sein Kupferhorn ans Ohr und lauschte mit gerunzelter Stirn. Was gibt es? Sprich! Als sie sein saures Grinsen sah, wusste Mewe, dass es keine gute Kunde war. Aber sie hätte nicht gedacht, dass sie etwas mit ihr zu tun hatte. Mewe, erwartest du jemanden? Wieso? Der Bote sagt, eine Delegation ist eingetroffen. Aus Lyrien und Rivien, mit nilfgaardischer Eskorte. Wer wagt es? Verräter! Wer kommandiert sie? Setz dich lieber hin. Wer führt die Delegation? Dein Sohn Willem, fürchte ich. Willem. Mahakam bleibt neutral, wie du weißt. Das gilt für alle eure Zänkereien. Ich dulde hier kein Blutvergießen. Tatsächlich wäre es mir sogar lieber, wenn du... Ich will ihn sprechen. Das würde ich verbieten. Aber ich sagte ja, du bist ein stures Weib. Na schön, geh hin und quatsch mit ihm. Aber denk dran, keine Handgreiflichkeiten. Mewe erblickte Banner, den lyrischen Adler inmitten der schwarzen Fetzen von Nilfgaard. Sie ballte hilflos die Fäuste. Dann trat ihr Sohn und Rivale Willem hinter einer Reihe kaiserlicher Infanteristen hervor. Ach, das tut mir leid. Da habe ich wohl die Krönung versäumt. Glückwunsch, mein Sohn. Wer hat dir die Krone aufgesetzt? General Ebdahi? Graf Caldwell. Ah, unser großer Staatsmann. Und was machst du hier? Willst du Waffen für Nilfgaard beschaffen? Das ist meine offizielle Mission, ja. Aber inoffiziell will ich mit dir sprechen. Du hast gehört, was an der Front los ist? Edirne in Trümmern, Visimir ermordet, Redanien im Chaos. Volt ist zu einem Pakt gezwungen, von seinen Vasallen verraten, Henselt ebenso. Hat das Lied auch ein Ende? Ja, dasselbe wie dieser Krieg. Mutter, ich bitte dich, sieh es doch ein. Nilfgaards Sieg ist nicht abzuwenden. Ergib dich und ich erweise dir Gnade. Später ist es zu spät. Es gibt kein Später. Wir werden sie zurückschlagen und mit unseren Piken nach Süden treiben. Dieses Wir, Mutter, wen meinst du damit? Du stehst alleine. Den Eindruck haben viele. Doch ich habe Verbündete, alte und neue. Wo, Mutter? In Serikanien? Hier im Norden hast du keine. Hier ist der Kampf vorüber.
Deine Freunde aus Nilfgaard werden erfahren, dass das nicht stimmt. Wenn ihre Dummheit ihnen in den Arsch beißt. Du bleibst also stur. Für was genau? Für unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit. Seltsam. Ich hätte schwören können, es geht um deinen verletzten Stolz. Bei meiner Krönung, die du verhöhnst, die aber trotzdem stattgefunden hat, habe ich geschworen, im Interesse meiner Untertanen zu handeln. Ein unvermeidlicher Untergang im Krieg nützt ihnen nichts. Aber Sklaverei schon? Du weißt, dass die Schwarzkittel Bauern in Ketten legen wie Vieh. In der Tat verwerflich, aber... Umsiedlung? Zwangsarbeit? Grausame Gesetze, die für kleinste Vergehen den Tod vorsehen? Nützt ihnen das alles was? Antworte mir! Ich sehe, ich kann dich nicht umstimmen. Ein Jammer. Auch wenn es mich tröstet, dass ich es versucht habe. Leb wohl. Oh nein! Ich entscheide, wann wir fertig sind, nicht du! Haben wir noch was zu besprechen? Ist dir bekannt, dass Nilfgaard mich umbringen wollte? Was? Nein! Ich wusste nur von der Lawine. Die dank des kaiserlichen Gesandten niederging. Ich hätte dem niemals zugestimmt. Ich glaube dir. Es freut mich, dass du trotz... Ich glaube dir, denn die Nilfgaarder hätten dich nie um deine Meinung gefragt. Denk darüber nach, Sohn. Bist du ihr Verbündeter oder ihr Werkzeug? Ich bin König von Lyrien und Rivien. Ich bin bereit für schmerzhafte Zugeständnisse. Zum Wohle meiner Untertanen. Noch etwas? Oder kann ich nun gehen? Natürlich. Woher wusstest du, wo du mich findest? Ich erhielt nilfgaardische Berichte, dass du im Pass gesehen wurdest. Deine Wangen werden noch immer so rosenrot, wenn du lügst, mein Sohn. Lyrien liegt 2 Wochenreisen von hier. Würdest du die Wahrheit sagen, wären wir längst aus Mahakan fort gewesen, als du mit deinen Leuten hier eintrafst. Nein. Du hast von meinen Plänen erfahren. Das bedeutet, ich habe einen Verräter in meinen Reihen. Noch einen. Geh mir aus den Augen, Willem. Bete, dass wir uns nur noch auf neutralem Boden begegnen. Mewë kämpfte darum, ihrem Sohn nicht nachzublicken. Er hatte sich seit ihrer letzten Begegnung verändert, war erwachsener geworden. Und die Krone stand ihm. Mewë kehrte in die Festhalle zurück. Mewës Berater warfen ihr fragende Blicke zu. Was hatte sie mit Bruwa besprochen? Aber Mewë beschloss, die Details für sich zu behalten. Einer von ihnen hing an einer nilfgaardischen Leine. Bis sie wusste, wer das war, würde sie wachsam sein müssen. Genug gefeiert, Renner. Zeit, den nächsten Schritt zu bereden. Ich habe darüber nachgedacht, Majestät. Wir sind stark genug, um zuzuschlagen. Aber nicht, um dem Feind in offener Schlacht entgegenzutreten. Was schlägst du vor? Alleine können wir den Krieg nicht gewinnen, auch nicht mit Hilfe der Zwerge. Aber ein symbolischer, noch so kleiner Sieg würde den anderen Reichen des Nordens zeigen, dass nicht alles verloren ist. Daher schlage ich einen Angriff hinter den Frontreihen vor, irgendwo abseits der Hauptstreitmacht. Wo denn am besten? Ich denke an Angrain. Viel Wald und Marschland, sehr nützlich bei verdeckten Operationen. Außerdem ist das Land strategisch wichtig, weil es der Hauptlieferant des Baumaterials für Nilfgaards Flotten ist. Das reicht nicht, fürchte ich. Da wir einen symbolischen Sieg brauchen, müssen wir angreifen, wo es dem Feind wehtut. Und Angren hat neulich einen neuen Regenten begrüßt, und zwar Graf Cordwell. Mein 3. Argument. Natürlich habe ich auch Alternativen, wenn Majestät wünscht. Nein, nicht nötig. Morgen früh legen wir los. Mewë hatte alle Register gezogen und die Zwerge für sich gewinnen können. Sie verließ Mahakam deutlich stärker und doch war sie übler Laune. Es war klar, dass die Lyrier einen Verräter in ihren Reihen hatten, der die Pläne der Königin an den Feind durchgestochen hatte. Mewë würde ab sofort jedes Wort abwägen müssen, sogar gegenüber ihren engsten Mitstreitern. Majestät, wir müssen die Route planen.
Wollen wir die Westpassage nach Angren nehmen oder... Später. Wann denn? Es dämmert schon. Und doch wissen wir nicht... Ich sage es nicht nochmal. Die Königin wusste, dass sie noch erfahren würde, wer der Verräter war. Zur Not würde sie seinen Namen einem anderen Verräter abzwingen. Graf Caldwell. Maeve konnte es nicht erwarten, Caldwell in Ketten zu sehen. Auf dem Weg zum Henker. Sattelt die Pferde. Ich reite voran. Die Zeit für Diplomatie, Vorbereitung und Verhandlung war um. Maeve würde ihren Feind endlich angreifen. Sie konnte es kaum erwarten.